No game without terrain. Einen wunderschönen guten Abend, liebe 40k-Athleten. Hier ist wieder euer Ramses von den Kings of the Hill, euer Channel, wenn es um kompetitives 40k und 40k im deutschsprachigen Raum geht. Es ist wieder soweit. Ihr habt lange genug gewartet. Ich bin heute wieder mit der Gang unterwegs, mit meinen liebsten Menschen und Mitgefährten, mit den anderen Kings of the Hill. Major, ich grüße dich. Hallihallo, Hallöchen. Lim ist auch dabei. Moin, Lim. Die erste Introduction ohne Unterbrechung. Ich freue mich, dabei zu sein. Wahnsinn. Und Micha auch noch. Micha 13. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin immer noch geflasht von den schmeichelnden Worten. Ja, ich verarbeite das gerade noch. Ging runter wie Butter. Ja. So muss das sein, Leute. Und bevor es jetzt überhaupt weitergeht, stellt euch die Mutter aller Fragen. Habt ihr abonniert? Habt ihr geliked? Habt ihr euren besten Freunden und deren Freunden und den Freunden von ihnen das Wort weitergegeben, dass Kings of the Hill am Start sind und das 40k im deutschsprachigen Raum verändern wollen? Wenn ihr das getan habt, machen wir jetzt einfach weiter. Und von allen, und zwar, die Freunden noch dazu verknechtet haben, auch den Abo-Button zu drücken. Die auch noch, genau. Wir wollen auch mehr Frauen im 40k auf jeden Fall. Das wäre auch noch gut. Genau, wenn ihr das alles getan habt, das legen wir jetzt weiter los. Und zwar heute haben wir wieder eine Kings of the Hill Talk-Runde hier. Montag, der 26.04. für euch am Start. Es gibt ja jetzt nicht ultra viele Themen, aber ein umso wichtigeres Thema. Und zwar ist es natürlich Warhammer 40k eher im digitalen Bereich angesiedelt. Und zwar das größte digitale Turnier im Tabletop-Simulator, das Greekhammer 40k. Und jetzt fragt ihr euch, Greekhammer, was geht ab, was ist da los? Das ist, wie gesagt, ein internationales Turnier gewesen, wo sich zum Teil Länder, Fraktionen oder auch starke Spielergruppen zusammengetan haben, um halt wirklich im ETC-Style, also sprich im Team-Style, gegeneinander zu spielen. Weltmeisterschaft. Und, genau, so zu sehen, Weltmeisterschaft light zu spielen und um die Krone gekämpft haben. Und warum ist das für euch interessant oder warum ist das für euch wichtig? Wir Kings of the Hill können voller Stolz sagen, dass wir 3 von 4 Spielern, Achtung Spoiler Alert, ich bin der Einzige, der nicht dabei war, mitgespielt haben. Major und Lim so gesehen für das Germany WTC Scouting Team, also quasi wie kann man das beschreiben in einem kurzen Wort? Das WTC-Team oder ETC-Team Deutschland besteht aus festen Mitgliedern und teilweise haben die Mitglieder keine Lust auf TTS oder konnten zeitlich aus privaten Gründen nicht. Und da haben die Chance genutzt, neue Spieler für das Team oder eventuell potenzielle Spieler rauszusuchen und das als Testphase anzusehen. Und Major und ich wurden da gefragt, ob wir da mitmachen möchten, haben uns auch total geehrt gefühlt und haben da einfach mitgemacht. Jo, und Micha und ich haben uns auch tatsächlich noch zusammengerauft in einem Team. Ich weiß gar nicht mehr, wie hießen die am Ende, Micha, das Team? Die ohne Freunde, oder? Nachdem du mich quasi angeheuert hast und dann auch noch, ich glaube, für den Teamnamen gesorgt hast mit Randoms, genau. Bist du ja wieder ausgestiegen. Genau, so ist es passiert, Leute. Das ist wirklich wahr, denn das war zu einer Zeit, wo das in den letzten Zügen des Warhammer Championships war. Es war ein sehr langes und zehrendes Turnier und ich habe für mich das Gefühl gehabt, dass das auch wieder eine längere Geschichte wird und ich wollte einfach nicht diese gleiche Zeit im TTS verbringen und habe dann doch recht schnell die Reißleine gezogen und bin dann noch gedroppt, was auch noch ging, weil noch ein anderer Spieler bereitstand. Und so hat Micha seine Rolle dort vorgeführt und die anderen beiden Jungs quasi für Deutschland. Und darüber möchten wir euch heute berichten. Ich glaube, wir können das Ergebnis schon vorwegnehmen, oder? Ja, mach mal. Komm, Major, okay. Du hast die ganze Zeit drauf gewartet. Genau, Major, welchen Platz habt ihr erreicht? Wir? Wir sind die, wie nennt man das? Die Schöpfer der Menschheit.
Wir sind ganz oben, oder? Wir sind die Weltmeister. Genau. Also von daher kann man wirklich sagen, erstmal hammerhart, Glückwunsch. Also Major und Lim zusammen mit den anderen Recken für Deutschland quasi, in Anführungsstrichen, haben das Ding gerockt, haben es nach Hause geholt virtuell und haben extrem viel Erfahrung gesammelt, viele geile Matchup gehabt. Und Micha hat auch in dem anderen Team richtig gut abgeliefert. Das war einfach für die Kings of the Hill als solches wieder sehr, sehr gut. Und darüber wollen wir mit euch heute reden. Und genau. Vielleicht zum Einstieg jetzt würde ich jetzt direkt sagen, einfach mal, es ist heute wieder Freestyle. Leute, ihr wisst es, wir skripten nicht immer so viel, weil wir auch immer uns die Authentizität so ein bisschen beibehalten wollen. Da wäre jetzt einfach mal das erste. Wenn ich das Wort vernünftig aussprechen könnte, ohne zu lallen. Ja, deswegen mache ich das ja. Ja. Deswegen fangen wir doch mal direkt an. Was hat jeder von euch gespielt? Macht das Sinn, darauf einzugehen? Ja, doch, ja. Das war nämlich auch ungewöhnlich. Genau, also genau, wir gehen einfach mal durch, was sie da gespielt hat und gegen wie viele Teams wurde insgesamt gespielt? Wie viele Runden ging es quasi vielleicht auch nochmal vorab? Hm? Waren 35. Nee, am Anfang waren es mehr. 35 Runden. Boah. 35 Runden? 35 Teams waren es zum Schluss. Wir haben es also 12 Wochen durchgezogen. Wie viele Runden ging es insgesamt? Also fünf Runden. Also es gab, genau, fünf Runden bis zum Sieg und nach zwei Runden durfte man Armeelisten wechseln. Das hatte einerseits den Grund, weil das Turnier sehr, sehr lange ging. Man hatte teilweise bis zu zwei Wochen Zeit, sein Match fertig zu machen, dass man nicht wirklich mit ein und derselben Liste tatsächlich 12 Wochen spielt. Und auch, dass gegebenenfalls FAQs, die in der Zeit rauskommen, Einfluss nehmen und man sich deswegen adaptieren kann. Mhm. So, und da ich jetzt gleich einen Tacken weniger reden werde, führe ich das jetzt auch noch mal ein bisschen weiter aus. Und zwar, was könnt ihr euch unter so einem Teamturnier vorstellen? Ihr seid, glaube ich, insgesamt pro Team 8 Leute, korrekt? Ja. Ihr seid, man ist 8 Leute, es gibt einen Captain. Und der Captain, meistens alleine, manchmal auch oder zusammen mit den anderen, trifft sich dann mit dem anderen Team, mit dem anderen Captain und vor jedem Spiel werden dann quasi, wird jeder Spieler gegen einen anderen Spieler gepaart. Und bevor wir auf diesen Prozess eingehen, würde ich einfach nochmal erwähnen, dass natürlich jeder Spieler eine andere Armee spielt. Das heißt, es darf von jeder Fraktion nur eine geben. Zum Beispiel auch bei Space Marines ist es so, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber es darf jetzt quasi nur einen Space Marine geben, egal ob bei Raven Guard mit Imperial Fist mischt oder nicht. Es oder Dark Angels oder nur Blood Angels, es darf nur eine, es kann nur einen geben. Genau, es kann dann nur einen geben und so sucht sich jedes Team für sich quasi die, wo sie denken, besten Fraktionen aus, dementsprechend auch die Spieler. Und dementsprechend werden in diesem Modus auch viele verschiedene Konzepte gespielt. Das heißt, der Fokus liegt in der Regel nicht immer darauf, dass man irgendwie eine starke Singleplayer-Liste, wie man es von Einzelturnieren kennt, baut, die jetzt gegen alles gewappnet ist, sondern es kann durchaus vorkommen, dass man ganz wilde Konzepte sieht, die auf ein gewisses Ziel hinausgehen, zum Beispiel eine reine Schießliste, falls man auf eine Karte trifft, wo es wenig Gelände gibt, oder eine extrem starke Nahkampfliste, oder. Also da kommen halt einfach sehr, sehr wilde Listen zusammen. Zu den Listen würden wir als nächstes gleich kommen. Einmal nur vorab würde ich jetzt, und da brauche ich, glaube ich, eure Hilfe nochmal, wie läuft genau dieser Paarungsprozess ab? Ja, Michael, willst du mal? Ja, ich war bei uns im Team nicht so drin involviert. Also da hat unser Captain und Dennis war noch bei uns, also DJ war noch bei uns im Team. Schöne Grüße an der Stelle. Die haben das Pairing meistens zu zweit in die Hand genommen. Das Ganze läuft dann so ab, dass dann die beiden Teams quasi einen ihrer Spieler als ersten Gegner in die Runde werfen. Dann wird quasi gleichzeitig aufgedeckt, was da für Armeen liegen. Der entsprechende Gegner sucht sich zwei der verbleibenden Armeen aus, die er sich vorstellen könnte, dagegen zu werfen. Und dann sucht der sich wiederum einen dieser zwei Armeen, die gegen ihn gesetzt wurden, aus, gegen die er dann letztendlich spielt. Dann gibt es 8 verschiedene Tische letztendlich und auch dort wird dann abwechselnd von jeweils einem Team dann der entsprechende Tisch gepickt.
je nachdem, welcher oder wer dann gerade den Tisch aussuchen darf, was in dem Matchup dann ein bisschen wichtiger ist. Genau, also man hat halt sogenannte Positionen, die man dann bestückt. Und das Erste, was er gesagt hat, die Armee dem Gegner entgegenwerfen, das nennt sich Steller. Das ist eine Stellerliste. Das heißt, man stellt eine Liste und der Gegner kann zwei seiner eigenen Listen dagegen stellen. Und ich glaube, der Steller hat jedes Mal die Tischwahl. Also wer Steller ist, hat Tischwahl. Genau. Vielleicht ganz kurz nochmal dazu. Vielleicht erstmal zu erwähnen, was es für Listen gibt. Es gibt eben einmal, wie der Adrian schon am Anfang gesagt hat, wilde Schießkonzepte. Es gibt aber auch gleichzeitig Stellerlisten, die sind einfach nur auf das Aushalten bedacht, um gewisse Fraktionen oder wirklich Output-Fraktionen, wie zum Beispiel die Harlequins, einfach zu denyen. Also quasi gesehen, einfach dann unentschieden rauszuholen. Die sollen gar nicht so viel Damage machen, die sollen das Spiel gar nicht gewinnen. Die sollen es nur unentschieden spielen. Und so Fraktionen braucht man dann quasi gesehen, die man dann stellt. Weil wenn man das jetzt aus Teamperspektive sieht, ist ja im günstigsten Fall die Partei, die eine Armee stellt, stellt eine Armee, die halt in jedem Fall nicht großartig Punkte abgibt. Im besten Falle gewinnt, aber wahrscheinlich eher nicht, aber nicht abgibt. Und der darauf, sag ich mal, Armeekonzepte wirft, will das Spiel ja schon gerne gewinnen und halt Punkte mitnehmen, weil am Ende des Tages werden alle 8 Spiele die Differenzen der Punkte zusammengerechnet im Grunde genommen und dann dadurch wird der Sieger ermittelt. Genau, das Interessante an diesem WTC-Punktesystem ist auch, die haben eine eigene Punkte-Matrix, bedeutet, die Spielergebnisse, Primary und Secondary-Punkte, die gibt es natürlich und je nachdem, wie hoch der Unterschied ist zwischen den beiden, gibt es eine Tabelle, in der man nachschaut, wie viel dieses Match gerade gewertet wird. Die Matrix fängt an bei, wenn du jemanden komplett zerstörst und machst mehr als 50 Punkte Unterschied, also 51 Punkte mehr, sagen wir mal, du hast jetzt 100 Punkte erreicht und der Gegner hatte 49, also richtig gutes Game, dann zählt dieses Spiel als 20-0. Und für dein Team bekommt dann 20 Punkte und der Gegner dann dementsprechend für dieses Match 0 Punkte. Und sogenannte Stellerlisten möchten auch möglichst entweder natürlich gewinnen, das will man immer, oder ein 10-10 rausholen, weil diese 20er-Matrix, 20-0, geht dann immer in 5er Schritten runter. Sprich, wenn ich in-game 5 Punkte Unterschied habe, habe ich ein 10-10. Sobald ich 6 Punkte habe, 6-10, und so weiter, geht es immer um einen Punkt höher für denjenigen. Sagen wir mal 70-76 ist ein 11-9. Das bedeutet, derjenige mit 76 Punkten bekommt 11 Punkte für sein Team und die Gegner bekommen immerhin noch 9 Punkte. Das heißt, man hat nicht einfach verloren, sondern man bekommt nur weniger Punkte. Und das ist auch extrem wichtig bei diesem Stellspiel. Weil genau, also es gibt da auch eine magische Grenze. Also man muss mit einer Differenz von 10 Punkte im ganzen Team, also das ganze Team muss 10 Punkte mehr haben, damit man gewinnt. Man kann nicht mit einem Punkt gewinnen. Ja, 11 Punkte sind es. Man muss über die 10 kommen. Ja. Sonst ist es ein Unentschieden. Und man, ist völlig verrückt. Ja, also, also pass auf. Ich würde es auch ganz kurz. Wenn man gewonnen hat als das ganze Team, kriegt man 2 Punkte. Wenn man Unentschieden rausgeholt hat, Team versus Team ist ein Unentschieden, kriegt man 1 Punkt. Und beim Lose kriegst du 0 Punkte. Das ist vielleicht am einfachsten. Genau, wir wollen jetzt einfach auch, wir wissen ja, was für eine Hörerschaft wir haben und wollen euch einfach, es ist wichtig, euch so ein bisschen davon in Kenntnis zu setzen. Jetzt ins jede Detail zu gehen, ist einfach vielleicht auch zu viel, um zu merken und auch nicht veranschaulich. Deswegen wollen wir es einfach dabei einfach mal belassen. Es ist einfach quasi wirklich ein Team-Event mit besonderen Listen, die halt alle einen gewissen Zweck haben. Und auch, es geht nicht immer nur darum, nur mit einem Punkt quasi zu gewinnen, sondern je nachdem, wie das Spiel verläuft, kann man auch ruhig, je nachdem, welche Rolle man auch hat, mit ein paar Punkten verlieren, weil das dann nicht gleich eine Niederlage bedeutet, sondern zum Beispiel ein Unentschieden. Es kann manchmal sogar als Sieg gedeutet werden für das Team, wenn die Einschätzungen waren, oh, wir verlieren das Game eh, aber verlier es doch bitte eher knapp, als dass du komplett gelitiert wirst. Genau. Und da läuft es dann in der Regel so, dass sich die Teams auch natürlich vorher treffen und vorbereiten können. Jeder Spieler gibt eine Einschätzung ab, wie er gewisse
Matchups gegeneinander Fraktionen sieht und daraufhin wird, ja, entscheidet dann der jeweilige Captain so oder das Team zusammen die Strategie. Ich würde jetzt im nächsten Schritt einfach wohl darauf eingehen, einfach einmal vielleicht natürlich, was hat Micha für eine Liste gespielt und warum? Danach so ein bisschen das Team Deutschland einfach nur kurz und knackig, wer mitgemacht hat und was er gespielt hat im Konzept, damit man das als Zuhörer versteht. Und natürlich bei euch, Lim und Chris, kann man nochmal genauer in die Liste gehen, was und wie und warum. Macht das so für euch Sinn? Ja, auf jeden Fall, klingt gut. Okay, dann würde ich direkt sagen, Micha, so als Team der Randoms, was hast du gespielt und warum hast du das gespielt? Und wen hast du verprügelt? Das kommt danach. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie wurde ich für meine Harlekine angeheuert. Und ich hatte dann auch so einmal ganz kurz den Finger gehoben vom Warhammer noch, aber ich habe gerade richtig Spaß an Tyranniden. Nein, du spielst Harlekine. Alle gemutet. Okay, dann spiele ich halt Harlekine. Dann spiele ich aber auch das, was ich jetzt die ganze Zeit gespielt habe und das Konzept, also auch wenn, also wie du es gerade gesagt hast, man eigentlich seine Armee darauf auslegen könnte. Ich muss gar nicht in allen Konzepten oder gegen alle gut sein. Ich könnte jetzt zum Beispiel, ich hatte ja alle Waffen bei den Playern drin vertreten. Okay, ich werde mit in dem Matchup wahrscheinlich nicht gegen sowas laufen. Dafür haben wir einfach andere im Team. Schmeiß die Waffen raus und nimm eine andere rein, die für die Matchups, für die du wahrscheinlicher geplant wirst, sinnvoller wirst. Hatte ich aber gar nicht so eine Lust drauf. Ich wollte halt mein Universalwerkzeug haben und bin dem dann auch quasi treu geblieben. Also habe die Liste gespielt, wie ich sie davor dann auch schon umgebaut hatte. Also erst. Also Harlekine, Serpent Spite? Genau, hab den guten Kanonenboote mit Meltern. Zwei Troopmaster am Anfang und einen Shadowseer. Zweimal fünf Bikes, die sechs Boote, die unters Dach voll sind mit Melterpistolen und allen Spezialwaffen, die es gibt. Also ganz nach dem Prinzip, was funktioniert, sollte man nicht ändern. Ja, genau. Never change a running system quasi und hat dann auch so gut und auch nach dem Prinzip der Harlekine, alles, was tot ist, schießt nicht zurück. Genau. Und, aber kommen wir gleich zu. Gleich gehen wir parallel den jeweiligen Verlauf durch. Also ihr kennt die Liste von mich ja schon so ein bisschen, er hat sie nochmal grob umrissen, aber im Grunde genommen kennt ihr sie schon und er wird aber gleich nochmal in den Matchups nochmal euch ein bisschen erzählen, was da noch so genau mit abging. Wir sparen uns die, sag ich mal, die Surprises nochmal so ein bisschen und gehen jetzt erstmal auf den Major. Major, jetzt, was hast du gebracht und wieso musstest du das spielen oder wie kam es dazu? Erzähl doch einfach mal. Ja, grundsätzlich, es wurde, also vielleicht mal kurz zu Team Deutschland, es wurde vorher von uns allen, sollten wir überlegen, was wir spielen gerne für eine Fraktion. Wir wurden schon natürlich aus gewisse Fraktionsgründen ausgesucht, dann haben wir da was vorgestellt und dann haben wir immer als Team Verbesserungsvorschläge gemacht. Im Endeffekt hat jedes Teammitglied quasi gesehen, nochmal seinen Senf dazu beigetragen. Und das war ja ganz zum Schluss immer ganz gut. Dann hat nicht nur einer die Liste geschrieben, sondern direkt immer mehrere. Ja, was habe ich denn da gespielt? Ich habe natürlich Kalle himself gespielt, Crawley. Und ein Mars Battalion. Quasi gesehen, wie man es so kennt, mit zwei Desintegratoren drin, fünf Jungs mit Autocannon, die dann auf die 5 plus Mortal Wounds machen. Dreimal 15 Vanguards Gitari. Insgesamt glaube ich 9, 18, ja, so, nee, 18 Pferde waren es diesmal nur. Natürlich der Nimbus 2000 als Mortal Wound Bomber dabei gehabt, wie ihr den von mir kennt, aber diesmal leider nur ein. Und natürlich ein paar Infiltrator, um Scramblers immer zu erfüllen. Und dann hatte ich 10 Fulbright Elektropriest und 2x5 Fernkampfpriester und 1x10 Fernkampfpriester. Das war dafür quasi gedacht, als Idee, um mich gegen Harlekins zu stellen und oder zum Beispiel gegen Death Guard, um die Seiten immer zuzumachen, um da wirklich quasi gesehen dann das Engage zu holen und den Gegner dann gegen Death Guard zum Beispiel weniger Flankenmöglichkeiten zu bieten oder auch Schockmöglichkeiten.
wenn ganz viele Poxwalker am Start sind und gegen Harlequins zu versuchen, mit diesen Fünfer-Trupps von den Seiten zu kommen und da immer die kleinen Trupps auszulöschen. Das hört sich für mich so an, als hättest du schon eher eine Allrounder-Liste, oder würdest du sagen, dass die war schon in eine gewisse Richtung gebaut? Also, ja, was die nicht handeln konnte, das hört sich jetzt so an, aber ich konnte keine Tanks handeln. Also ich hatte nur zwei Desintegrator, ich hatte keine Laser-Cannon drin. Ich hatte zwar, wenn es hoch drauf ankommt, Stärke 8 minus 1 DS2 Iron Strider dabei, aber die machen eben auch nicht mal so schnell eben Tank auf, ne? Mit vielleicht, wenn da noch ein Feel No Pain, dies, das, jenes drauf ist. Es war eigentlich eine klassische, also Punkt 1, ich konnte sehr, sehr, sehr gut Horden bedienen, was wir aber dann auch gemerkt haben, ja gut, das hat dann aber eher was mit Tabletop Simulator an sich zu tun, dass eher weniger Horden gespielt wurden, wahrscheinlich auf echten WTC wird da mehr gespielt von. Und zweitens, ich konnte im Verhältnis, sagen wir mal, gegen Harlequins bestehen. Ich konnte da zwar nicht gewinnen, aber ich konnte da bestehen. Und die Grundidee war dann eventuell gegen Sisters Einheiten einzutauschen, weil ich viele kleine Einheiten habe. Also quasi gesehen, grundsätzlich immer gegen Infanterie zu spielen und das bedienen zu können. Mhm. Okay, Frage an dieser Stelle, bevor ich das vergesse. Micha, was war deine Rolle in dem Team? Kann man das so sagen? Warst du ein Steller oder wurdest du oft als Konter gesetzt, um sichere oder um möglichst Punkte einzufahren? Wie kann man deine Rolle in dem Team beschreiben? Also ich wurde, glaube ich, gemixt als Steller oder Attacker genommen. Mhm. Mission war aber schon, irgendwas auszulöschen mit Harlequin und Punkte. Genau, und Punkte holen. Auch für das Team, wirklich wichtige Punkte für das Team dann auch zu holen. Ne? Oder halt auch, wo ich auch im Vorfeld mit Steffen, schönen Gruß auch an der Stelle, drüber gesprochen hatte mit Harlequin, hatte ich, bevor das Turnier überhaupt losging und ich gerade mit dir quasi telefoniert hatte, habe ich dann auch mit ihm gequatscht. So, alles klar, jetzt achtmal ein Teamturnier. Man wird bestimmt oft die gleichen Listen sehen und die gleichen Fraktionen in den jeweiligen Teams, weil 8 Fraktionen, da wirst du halt schon oft dieselben sehen. Und ich soll mit Harlequin. Ich sehe bestimmt 5-mal Sisters. Lass mal gucken. Also so unangenehme Gegner für viele andere Fraktionen einfach rauszunehmen, wäre dann auch Teil meiner Aufgabe. Okay. Also wenn wir dann gleich auch auf die Runden eingehen, dann erinnert mich bitte daran, es wäre echt interessant, was ihr auch für eine Einschätzung vor dem Spiel abgegeben habt an den Captain. Vielleicht nochmal jetzt dann, bevor wir gleich zu Lim weitergehen, Chris, wie sah deine Rolle aus? Wofür war deine Liste gedacht? Also du hast schon gesagt, gerade ein bisschen so Völker. Warst du jetzt auch jemand, der Siege reinholen sollte, Punkte holen sollte oder einfach möglichst verwehren sollte, Unentschieden holen sollte oder gegen etwas gestellt werden sollte? Wie kann man das beschreiben für die Zuhörer? Du bist noch auf Mute, mein Freund. Entschuldigung. Und der Klassiker. Ja, das war ganz cool. Also da haben wir von Anfang an, wurde niemals gesagt, du hast nur diese Rolle im Team, sondern es wurde quasi gesehen immer geguckt, wir spielen gegen zum Beispiel Team Frankreich, die haben die Liste dabei, da machen wir mal eine schnelle Teameinschätzung und sagen dann, was könnten wir als erstes stellen, was theoretisch gesehen stellen die Gegner drauf, was haben wir dann noch zur Verfügung, um das als Konter anzubieten. Also das war irgendwie planen in 4 Züge voraus. Und was natürlich immer interessant war, warum ich wurde in von 5 Fällen 3 oder 4 Mal als zweiter Steller eingesetzt, weil man muss dazu sagen, die Greedhammer Maps sind sehr vollgestellt und ich mit Gelände. Und ich brauchte da immer schon das richtige Gelände für die schönen Schusswinkel mit meinen Artmac Boys, und deshalb wollte ich dann immer eigentlich mir die Map aussuchen. Okay, cool, danke. Gut, fehlt noch einer im Bunde, das ist der Lim. Das ist das Spieler. Genau. Ja, der. Erzähl doch einfach mal, wie ist dein Weg jetzt dahin gekommen, der Kontakt, und für was wurdest du angeheuert? Womit hast du am Ende des Tages gespielt? Genau, erzähl doch einfach mal. Ja, nachdem ich in der Warhammer Championship relativ gut performt habe, wurde man, glaube ich, so ein bisschen auf mich aufmerksam durch meine ersten Turnierpräsenzen. Präsent, ja, genau.
und wurde dann angeschrieben, ob ich Lust hätte, bei diesem Turnier mitzumachen. Vom Fred, von den Breaking Heads. Grüße gehen raus. Und ich dann erstmal so gedacht, Team, ich habe keine Ahnung, wie geht das? Was ist das? Muss ich erstmal mit Kollegen quatschen. Also habe ich einen Chris angerufen, dann habe ich einen Adrian angerufen. Und dann war, ja, Chris hat eigentlich schon zugesagt für uns beide. Und ich so, ja gut, dann ist das wohl so. Habe aber die Prämisse gestellt, ich spiele nur mit, wenn ich Sister spiele, weil ich mich damit am wohlsten fühle, ich die meisten Matchups kenne und. Cool. Dann war das erste Team-Meeting. Hat auch, muss man an dieser Stelle sagen, es gibt eigentlich einen Spieler Deathred, ne? Kann man sagen, glaube ich. Genau, der David aus Berlin, ja. Genau, gesetzt ist. Der wollte aber jetzt quasi aktuell einfach nicht im TTS spielen, ne? Genau. Deswegen war der Slot in Anführungsstrichen jetzt temporär frei. Der Slot war frei, richtig. In dem Team, das kann man ja auch mal sagen, wer da alles drin ist, da ist einmal als Captain der Fred drin, wie gesagt, von den Breaking Heads, dann der Simon, aka Braindead, Janek L. Was haben die, sag mal direkt die Listen dazu. Was sie, genau, was sie, alle, was sie was, gespielt haben. Was einfach, sie alle gespielt haben, genau. Der Fred hat einen Mix aus Harlequins und Craftworld gespielt, die ja auch so ähnlich im in der Warhammer Championship gespielt hat. Simon hat Necrons gespielt. Vielleicht das Konzept so ein bisschen, kann man das sagen? Das Konzept wurde geändert in der Zwischenzeit. Vorher war es, jetzt muss ich lügen. Nur ganz grob so. Getan, relativ viel nach vorne, dreimal Phantom-Squads, zweimal die Tomb-Blades, relativ viele Scarabs und ja, schön mit viel, unten ganz großer Necron-Trupp und noch ein Immortal-Trupp. Ja, ganz normal mit Teleportieren nach vorne, Druck, so nach Motto, wie man es von Necrons kennen kann. Die zweite Liste war dann mit Doppel-Zetan, einmal Nightbringer, einmal normaler, glaube ich. Dann nicht so viel Beschuss, dafür auch wieder die Phantome und ja, die üblichen Verdächtigen an Charakteren, ne? Catacomb Command, Barge und so weiter. Hat auch sehr, sehr gut funktioniert, wie ich finde. Also der hat das richtig krass performt auch. Dann haben wir dabei den Martin Icarus, den kennt ihr wahrscheinlich auch vom Podcast hier das ein oder andere Mal. Wir küssen auch, seine Augen und seine Hände. Bester Space Marine Spieler momentan. Man nennt ihn auch MC Raven Guard. Man nennt ihn auch MC Flipcoin Turn One, ich gewinne. Oder die Marine Machine. Genau, der hat gespielt eine Raven Guard Ultramarines Mixliste mit relativ viel Cyborg Shenanigans, mit Invictor Warsuits, Attack Bikes. Mit dem Whirlwind war drin und der Ravenguard-Anteil hatte halt, ja, Intercessors und zweimal Vanguard-Veterans mit ein paar Hämmern, Sturmschilden und alles schön Forward-Deploy und direkt ins Gesicht springen. Dann hatten wir dabei den Marv. Der Marv oder auch Onkel Marv genannt, hat in der Warhammer Championship eine, ja, Death Corp of Krieg-Liste gespielt mit ganz vielen Pferden und einem Tyranniden-Anteil mit einer Exocrine und zwei Hiveguards und noch einem GSC, also Genestealer-Kult-Anteil mit ja, so 10er-Trupp von denen und so 5er-Trupp von denen. Ja, schieß mich tot. Also irgendwie Neophyten und irgendwelche. Ne? Und dann hat er Blips und ihr wisst schon, da ist immer so viel komisches Zeug dabei. Auf jeden Fall hat er da drei Detachments und das Ganze nennt sich dann Brotherhood of Forces of the Hive Mind. Forces of the Hive Mind. Da kann man diese drei dann zusammenspielen. Imperiale Armee, Tyranniden und GSC. Völlig verrückt. Ich mag die Liste total. Dann hat man natürlich den Chris dabei. Mich, wie gesagt, wollte ich dann Sister spielen. Und dann hat man noch, ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen, ja, außer Yannick. Nee, ich glaube, das mit doch, Yannick. Fritz noch. Fritz, natürlich, unser Fritz mit seiner ausgefallenen Chaos- und Chaos-Dämonen-Liste. Also Chaos Marines mit Doppel-Leviathan, einmal Relic Contemptor, einem Warpsmith, das Ganze in einem Iron Hands Detachment. Iron Warriors, sorry. Puh. Wird ich gelöhnt da draußen von den Space Marines. Bei den Dämonen hat er ein Keeper of Secrets, das Ganze dreimal, glaube ich, drei Keeper of Secrets und einen Lord of Change. Dreimal drei Nurgling Bases, vielleicht auch vier, keine Ahnung, und ein paar Dämonetten. Die ist brachial, die geht einfach nur nach vorne und will so schnell wie möglich Matsch machen.
und schießt auch sehr, sehr gut. Also mit diesen drei Cyborgs, die sind echt richtig tough, werden dann ründlich immer repariert und so weiter. Sehr, sehr interessante Liste. Und dann Yannick L. Yannick L. Ja. Hat gespielt vor dem Greekhammer in einem, wie sagt man, in einem Testspiel, einem Sparing-Spiel gegen das polnische Team. Und da hatten die ein Listenkonzept ausprobiert mit Tau. Okay. Da hatten wir auch schon, bevor das Spiel da war, hatten Chris und ich schon zugesagt, mit dem Team mitzuspielen. Und wir haben dann das Sparing auch beobachtet und Yannick ist mit dem Tau volles Brett gegen die Wand gefahren. Und da haben wir gesagt, das wird nichts. Also, wir streichen die Tau, Taus raus. Okay, was spielt dann Yannick? Ja gut, dann spielt Yannick Sisters, weil Yannick ist ein verdammt guter Sisters-Spieler. Da er auch wesentlich mehr Turniererfahrungen, dies, das hat, habe ich da auch nicht interveniert. Das ist auch vollkommen okay. Und dann wurde halt gefragt, so, ja, Lim, was kannst du noch so? Und während ich diese Frage abbekommen habe, drehe ich mich so nach links, gucke so in meinen Schrank. Ja, also ich habe hier Grey Knight, die habe ich in der 8. gespielt. Dann habe ich hier noch Craft World, aber die sind ja belegt und die sind auch nicht so wirklich gut, zumindest in meinen Augen. Sisters ist belegt. Ach so, ja, es kam doch jetzt der neue Death Guard Codex raus. Da habe ich auch ein Review drüber gedreht. Ich könnte Death Guard spielen. Ja, und dann habe ich, haben wir alle gesagt, ja, okay, dann machst du Death Guard. Ja, dann hatte ich erstmal Schweißperlen auf der Stirn und habe in der Woche, ich glaube, 10 Spiele gemacht, weil wir dann eine Woche Zeit haben, eine Liste zu erstellen und dann wieder im nächsten Teammeeting vorzustellen. Und da hatte ich eine solide Liste am Start. Die haben wir dann nochmal bis kurz vor Abgabe getuned. Vielen Dank nochmal Fred, der sich da, ich glaube, 4 Stunden letztlich dann mit mir hingesetzt hat und da wirklich alles geplant hat. Und die Liste besteht aus einem Detachment. Da haben wir einen Lord of Contagion, einen Malignant Playcaster, 5 normale Blightlord Terminatoren, einmal 3 Deathshroud Terminatoren, 20 Poxwalker, 5 Plague Marines, 3 Plagueburst Crawler und 3 Drohnen. Und ein paar Buff-Charaktere, Taliman, der ganze Spaß, alles dabei. Und einen Relic Contemptor mit Twin Volkite Kniften. Die Liste ist gebaut zum Scheißefressen. Das also bedeutet, eine typische Stellerliste, oder? Ja, also einerseits stellen und andererseits, wenn wir ein Matchup gestellt bekommen von den Gegnern, wo wir, weil man macht vorher so eine Matchup-Besprechung, da trägt man ein, wie man sich gegen die gegnerischen Listen sieht. Rot, grün, gelb, positiv, negativ und so weiter und so fort. Und wenn wir dann einen Gegner bekommen haben, wo wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt noch eine Liste, die dagegen gut spielen kann. Und wenn man richtig pairt, dann weiß der Gegner das auch, weil er dasselbe gepairt hat oder eingeschätzt hat. Dann will der Gegner gar nicht gegen die Liste, die wir ihm dann entgegenschmeißen, spielen. Und wenn er die nicht nimmt, dann muss er mich nehmen und ich probiere möglichst ein Unentschieden draus zu ziehen. Also man hat immer quasi gesehen, Martin mit Ravenguard. Genau. Und Lim dahingestellt. Und genau. Dann zum Beispiel. So, will man von dem Ravenguard ins Gesicht bekommen oder will man einen Gegner, den man einfach nicht kaputt kriegt und nicht hoch scoren kann, wo man kein gutes Ergebnis rausziehen kann. So oder so wird es ein unangenehmer Abend. Es wird, ja, Pest oder Cholera oder Nörgel. Genau. Und ich glaube, für meinen Teil war das auch ganz cool. Ich musste mich die ersten 2 Games erstmal in diese Rolle reinfuchsen, habe dann aber auch sehr viel Support bekommen von allen. Und es hat auch tierisch Spaß gemacht, ja. Und dann würde ich sagen, echt, da haben wir jetzt einige Runden vor uns. Erstmal danke dafür. Lass uns mal dann direkt einsteigen. Und zwar, wäre jetzt halt quasi, gehen wir die Runden durch. Runde 1, werde ich euch fragen, gegen wen habt ihr gespielt? Also gegen was, einfach nur welche Fraktion, wenn es geht, wirklich nur ganz kurz das Konzept und wie habt ihr euch eingeschätzt quasi und wie war der Spielverlauf in Kürze und was ist dabei rausgekommen? Das wäre so quasi das, um das einfach den Zuhörern so ein bisschen zugänglich zu machen. Und da würde ich anfangen, natürlich jetzt, Micha, länger Pause gemacht, Runde 1, wie sah es dabei bei dir aus? Ja, Runde 1 kam Sisters. Okay. Kennst du ja. Ja, also das, womit ich gerechnet habe, weil die Harlekine relativ gut, sage ich mal, gegen Sisters stehen.
So ein allgemeines Konzept, so Retributoren, Repentia und hast ja, nicht gesehen. Ich glaube, so die sahen im ganzen Turnier relativ ähnlich aus. Also jede Menge Multimelter, Retributor und eigentlich hat man in fast allen Listen dann die 3x9 Repentia gesehen, die dann, wo dann jede Runde ein Jojo rauskam. Und was hast du eingeschätzt für das Match? Eingeschätzt habe ich ein 15-5 für mich. Erstmal, was ist rausgekommen? Ein 20-0 für mich. Okay, also besser als du eingeschätzt hast. Okay. Wie war so der Spielverlauf grob? Der Spielverlauf war relativ lustig. Er hatte noch zwei Seraphim-Trupps, also die Nahkampf-Ladies, die runterkommen. Also Zephyrim. Genau, Zephyrim. Und ein Seraphim, das ist dann der andere, das ist der Shooty-Trupp, der runterkommt. Da, die hatte er alle in die Reserve gestellt. Ich durfte anfangen, habe relativ passiv gestartet, habe nur er hat angefangen, hat ein bisschen was nach vorne geschoben, dass er Engage bekommt, wo ich einfach nur die Bikes da reingeschoben habe, das kaputt gemacht habe und mein Grind Them Down geholt habe und ihm links und rechts auf die Flanken leere Autos gepackt habe, sodass er mit den Nahkampf-Ladies, falls er in Runde 2 runterkommen möchte und mit den Schuss-Ladies nur ganz weit hinten bei sich landen konnte. Also wirklich das zwei Drittel des Felds schon zugestellt. Dann hat er das auch geschluckt, sag ich mal, dass es so unattraktiv war für ihn, dass er nicht runterkommen wollte. Hat nur einen Trupp Nahkampf-Ladies runtergeschickt, die dann ein leeres Auto angegangen sind. Und in der Mitte hatte ich 5 Bikes hinter eine Ruine geschoben, die in Repentia-Range waren, die einfach den ersten Trupp ziehen sollten, weil verhindern kann man es eh nicht. Und dann ziehe ich mir dahin, wo ich ihn gerne haben würde. Hat dann auch geklappt, dass dort ein Bike überlebt hat, sogar. Und da hat er dann auch angefangen, muss er ja auch, weil ansonsten hauen die Bikes ihre Pens ja weg. Und er hat aber selber Harlekin auch gespielt und switcht dann so rum, nachdem die Repents ja zugehauen haben. Ja, alles klar, dann hauen jetzt die Zephyrin zu. Ich so, nee. Das ist zwar ein leeres Auto, Auto jetzt, aber ich gebe jetzt einfach mal 4 CP aus, damit das Auto dazwischen springt und ein bisschen schon mal in deine Richtung hüpft, so dass diese Zephyrin auf der einen Flanke dann letztendlich zurückpeilen und konsolidieren mussten, weil er war noch nicht über die Mittellinie, also er hatte 0 Engage-Punkte und hätte er mein Auto gekillt, wäre er rübergehüpft. Hätte Engage gekriegt und mir wäre ein wichtiges Bewegungselement rausgefallen. Hab wirklich 4 CP ausgegeben, um ein leeres Auto zu schützen. Das war allerdings dann genau das, um Engage zu verhindern und ein Element tief bei ihm hinten drin zu haben, womit ich in meiner Bewegung 2 die komplette Platte zustellen konnte. Die Seraphim und der zweite Zephyrim-Trupp, der auch While We Stand war, im Orbit verreckt sind. Wahnsinn. Und das hat er nicht kommen sehen. Fand er nicht gut, ne? Und dann war es im Grunde. Okay. Ja, geil. Hört sich nach einem starken Move an. Ja, geil. Kommen wir weiter zu Team Deutschland. Major, gegen wen ging es? Oder gegen was hast du jetzt in der ersten Runde ran müssen? Deskard. Und was hast du abgegeben? Gegen Baron Black war das, glaube ich. Was hast du eingeschätzt? Ein 10-10 und hab da, glaube ich, ein 12-8 geholt. Also auch besser als gesagt. Ja, also war ganz interessant. Er hatte angefangen, hatte einen einzigen Spielfehler gemacht. Er hatte zwei Mortars dabei. Zwei solchen Mörser, wie heißen die? Diese Plague-Crawler. Und hat ein Fitzel rausgucken lassen und ich habe mit der ganzen Armee da drauf geballert. Und dann habe ich wirklich in einer Runde einen Panzer gekillt und so konnte er nur noch mit einem Panzer mal indirekt schießen. Es war die Mission mit Minimal Losses, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Kennt ihr mal den Namen? Ja, Priority Targets. Priority Targets, Retrieval Missions ist das, glaube ich. Ja. Okay. Aber ja. Hab quasi gesehen, was habe ich da genommen? Ja, stimmt. Minimal Losses habe ich selber genommen. When We Stand, When We Fight, glaube ich. Und Hisse Banner. Ja.
Und dann, ja, quasi gesehen, die ganze Zeit hinten gechillt, weil er hatte dazu noch zwei Blackbird-Crawler und ohne Ende Search Marines für Granaten. Und er konnte quasi gesehen, er hat sich versteckt. Ich habe einen Panzer rausgenommen, aber er konnte nicht mal nach vorne, sonst stirbt er. Und ich musste eigentlich nur noch hinten chillen, habe dann quasi gesehen, weil ich als Zweiter dran war in der letzten Runde, sein Marker noch geklaut, ein Marker von dem geklaut. Majors Worte, ja, meine Liste im Greekhammer, die hat eigentlich nichts gegen Panzer und dann habe ich ihm halt Runde 1 einen Death Guard Blackbird Scroller rausgeschossen. Ja, aber okay. mit der ganzen Armee, ne? Also ich habe da ein bisschen heiß gewürfelt, eigentlich hätte das nicht klappen dürfen. Ich habe die ganze Armee habe ich da drauf ballern lassen und das war schon okay, das war schon ein bisschen Glück. Und dann, ja, ich habe quasi gesehen, nicht viel gemacht, nur hinten gestanden, habe aber überall 15 Punkte gescored und bei dem anderen hatte ich auch, ich hatte eine 100 zu 80, glaube ich, oder 85, 86 war das. Also 100 zu 86? Ja, ich hatte voll gescored. Genau, da seht ihr ja mal Leute, ne, also unentschieden wäre ja 10 Punkte Unterschied, glaube ich, innerhalb. Darüber, das nächste wäre ja 11-9 und dann halt 12-8. Also seht ihr, das, man könnte denken, das ist ein solider Sieg, aber jetzt in dieser Punkte-Matrix ist das in Anführungsstrichen nur ein 12-8. Aber ja, mit Bravour bestanden. Genau, hab zwei Punkte gut gemacht. Genau. Ja. Das ist schon mal gut. Genau, dann kommen wir zu Lim. Wie sah es bei dir aus? Was hast du vorher angesagt? Mhm, genau. Ich, ja, hab, okay. ich durfte Scheiße fressen. Dark Angels. Mhm. 30 Terminatoren. Zwei, wie heißen die, Lieutenants auf ihren schwarzen Speedern. Ja, Talentmaster. Talentmaster. Und das war's, ne? Mhm. Irgendwie sowas. Die Mission voll behämmert. Also, och, das, ja, keiner wollte dagegen so wirklich spielen, weil alle auch gesagt haben, Mensch, die kriegt man halt nicht kaputt. Aber das ist auch schon echt tough. Ich habe eingeschätzt 10-10, was ja so im Nachhinein betrachtet hätte sogar besser sein können, aber ich war halt auch noch nicht so erfahren mit meiner Liste, muss man dazu sagen. Was ist denn rausgekommen? Rausgekommen ist 9-11. Okay, also quasi ein Punkt weniger als, oder zwei Punkte weniger. Ein Punkt weniger als eingeschätzt, genau. Mhm. Also ist tatsächlich dann ein Punkt von der 10 auf die 9. Mhm. Und ausgegangen ist das tatsächlich Runde 5, war er getabled. Mhm. Aber du musst dir vorstellen, der hatte das erste Secondary Oath of Moments mit einem Talent Master in der Mitte, der nicht beschossen werden durfte. Durch Command Squads wahrscheinlich. Ja. Mhm. Dann hatte er sein super tolles Secondary aus dem eigenen Codex, halte einen Marker. Mit Stubborn Defiance. Stubborn Defiance. Da hat er einfach nur 5 Termis hinten auf seinem Homebase-Marker gehabt. Da bin ich halt nie dran gekommen. Death Guard. Death Guard, einmal über das ganze Feld latschen. Ja, ey. Das kannst du halt knicken. Du hättest jetzt noch Plaguebase-Crawler drauf schießen lassen können. Da wäre halt ein Apo hingefahren mit seinem Fahrrad und hätte dann einen Termin wieder aufgestellt. Da wäre nichts passiert. Ja, war halt ein bisschen bitter. Dieses und die dritte, die er noch genommen hatte, der das, Dude? Das dritte war auch irgendwas total Simples, wogegen ich auch nicht wirklich was machen konnte. Wahrscheinlich Why We Stand We Fight oder so, 10er-Tropes oder? Why We Stand We Fight, weiß ich gar nicht. Ah, nee, glaube, hat er nicht so gepunktet. Nee, ging auch nicht mit auf. Ich glaube, Banner. Ja. Das waren 6 Marker und du bist da nie hingekommen. Ich glaube, ein Banner konnte ich mal abreißen, tatsächlich. Mhm. Aber dann, ja, also da machst du auch nichts, wenn du zu langsam bist, gegen die Punkte einfach nur. Die Armee, die habe ich gehandelt bekommen. Wie gesagt, er war Runde 5 war der getabled, vielleicht der Runde 4 noch 3-4 Püppchen gehabt. Und ich hatte noch echt gut Zeug. Aber ja, Punkte, ne? Also Harlequins kennen das, ganz normaler Tag. Wenn der Harlequin-Spieler Runde 4 getabled ist, hat er trotzdem gewonnen. Ich finde es ganz interessant, also das ist so für mich so die Mutter aktuell aller Stellerlisten fast so, ne? Ja, weil die einfach so viel hart dagegen schmeißen. Ja. Genau, die punkten safe, so ihre, was weiß ich, viele Punkte und so. Und da muss der Gegner sich schon sehr, sehr lang machen, um das zu verhindern oder selber auch genug zu punkten, sag ich mal, ne? Bei einem Singleplayer ist halt einfach so, dass du dir sagst, okay, ich versuche drumherum zu spielen und einfach mehr zu punkten als er. Wenn ich das Spiel gewonnen oder gewinne, bin ich weiter quasi, ne? In einem Team-Modus ist es ein anderer Schnack. Da geht es wirklich um die Differenz und so, auch wenn die Mission jetzt, sag ich mal, hier klar war. Von daher aber war das erstmal so dein,
dein erster Sprung ins kalte Wasser, erstmal so gucken, was so geht, dann natürlich auch gleich knackige Liste bekommen und so, aber das war aber auch sehr gut, weil ich genau meinen Job erfüllt habe. Ich habe den anderen die Möglichkeit gegeben, hoch zu scoren in ihren Matches. Das ganze Spiel ist ausgegangen 109 zu 51 für unser Team. Das ging gegen Polen. Zweite. Ja, zweite Mannschaft Polen oder so. Polish Greek Style, so hieß die. Kommen wir zur zweiten Runde. Micha, gegen was musstest du ran? Sisters? Nochmal. Okay. Was hast du gesagt? Was hast du angegeben? Das war aber auch ganz lustig. Also sowohl der in der ersten Runde hat der Sisters-Spieler quasi mich gepickt. Also der meinte scheinbar, also ich war halt beim Pairing ja nicht dabei, aber mir wurde nur so zugetragen, dass der mich quasi wollte auch. Also er hat mich als Gegner gewählt, weil er wollte mich scheinbar wegmachen. Oder er wollte, oder sie wollten halt auch nur einen rausnehmen, der. Seine Aufgabe war 0,20. das wird nicht seine Aufgabe gewesen sein. Was hast du abgegeben? Tipp habe ich wieder 15,5 abgegeben. Die Liste, und wie es aussieht? Die Liste lag mir eigentlich besser, weil es waren weniger Retributor, dafür zwei Exorzisten, die Bikes ja eigentlich ganz gut hinkriegen. Das heißt, da war ich guter Dinge. Ausgegangen ist es allerdings nur 11-9, weil die Bikes einfach komplette Arbeitsverweigerung gegen Panzer gemacht haben. Nicht genug Mortals geworfen. War aber auch super ärgerlich. Also der Drops hätte in Runde 1 wirklich gelutscht sein können. Er hat die Panzer versteckt, hatte seine Standard-Sisters allerdings offen. Und ich bin dann einfach pure Gewalt auf diese drei Standard-Squads gegangen, um ihm Obsec wegzunehmen. Und dann wäre einfach der Zug durch gewesen. Er hat auch angefangen, konnte eigentlich gar nichts machen, hatte seine Panzer dann dementsprechend auch versteckt, dass ich dann in meinem Zug auch nichts machen kann. Und hatte sich Marker dann geholt und Banner hochgezogen. Und demnach bin ich dann auf die Standard-Sisters gegangen. Hatte auf der linken Flanke hatte er zwei Trupps und auf der rechten Seite hatte er einen Trupp direkt an der Wand. Ich bin dann mit den Bike-Trupps so, dass ich drauf schießen konnte und mit einem Melterboot nach vorne und mit Fire and Fate nochmal drauf gesprungen. Und auf der rechten Seite hat der Bike-Trupp zweimal gekämpft gegen die Sisters mit voller Gewalt. Und da habe ich alles etwas sehr verwürfelt, dass in allen drei Squads einfach jeweils eine Sister stehen geblieben ist. Wahnsinn. Sonst hätte er keinen Marker in Runde 2 gehabt, weil dann wäre nur noch eine Kanonesse auf dem Marker gewesen und mein Auto, der wäre negiert gewesen. Und auf der rechten Seite waren zwei Mortifier und dann letztendlich fünf Bikes hinter der Wand von mir, sodass das auch mein Marker gewesen wäre. Aber nein, es ist überall eine Obsex-Sister stehen geblieben, sodass er dann statt einer Nuller eine Zehnerrunde gemacht hat. Ja, okay, und das macht natürlich schon Punkteswing von. Ja. Das wäre dann halt schon mal ein 13-Dingens gewesen. Und ich musste mich in der nächsten Runde halt noch wieder Ressourcen opfern, um mich um Obsex zu kümmern. Das war super ärgerlich. Das Lustigste in dem Spiel war allerdings, da bin ich auch mit leeren Autos schnell nach vorne gefahren und mich toll bewegt. Und die Exorzisten haben eigentlich nicht einmal, doch seine zweite Runde durften die einmal ein bisschen was schießen, haben aber nichts gemacht. Und dann waren wir über 6 Nahkampfrunden Exorzist gegen Starweaver im Nahkampf. Ja. Aber killt man vom Gegner das Objekt gesichert, hat man danach etwas, was der Gegner nicht hat, würde ich sagen. Von daher, alles, aber ist ja dennoch positiv ausgegangen, hast ein paar Punkte liegen lassen. Mein Gott, manchmal macht man da auch nichts, aber war dann zweites Spiel gegen die Sisters. Zweite Runde Team Deutschland, Major, gegen was musstest du ran? Auch gegen Sisters. Aha. Es ging diesmal gegen das französische Nationalteam. Also, und was hast du abgegeben? Es sollte ein 10-10 werden, ist aber wirklich ein 10-5 für den Gegner geworden.
Ein 10-5? Nee. Ein 15-5. 15-5 sorry. Für den Gegner. Okay, also quasi 5 Punkte unterperformt. Ja, man musste dazu sagen, also das ist dann, wir sind da schon durch gewesen in dem Moment. Was heißt durch gewesen? Wir haben klar geführt und die Gegner mussten 2x 20-0 machen. Und da hat eben der quasi gesehen, der Captain von denen gesagt, weißt du was, stell alles vorne an der Kante, scheißegal, den musst du überrennen. So, und ich natürlich ganz normal aufgestellt und dachte mir so, was macht der jetzt, wenn ich anfange, hau ich den voll aufs Maul. Ja, ja, dann sagt er zu mir, jetzt kommt der allentscheidende Roll-Off. Ja, fängt an. Hat mir dann, glaube ich, in der ersten Runde auch direkt Flieger rausgenommen, meinen Transporter geöffnet und ich glaube noch 2 Chickens rausgenommen. Also das war ganz böse und ab dem Moment habe ich nur noch versucht, irgendwie Punkte zu scoren, dass ich wirklich zum Schluss mit einem blauen Auge auch nur da rausgekommen bin. Ne? Also das hätte auch deutlich böser für mich enden können. Der hat versucht, es ist halt sehr interessant, weil die Spiele finden ja nicht alle gleichzeitig statt, sondern über eine Woche verteilt ungefähr. Genau. Und da hat man zumindest die Chance, also es kann in beide Richtungen gehen. Ja, wenn vor dir jetzt ein paar Leute schon spielen, die performen alle gut, dann ist der Druck auf dir nicht mehr ganz so hoch. Kommen ein paar andere Ergebnisse, die fest eingeplant waren, nicht so, wie man denkt. Und man selber ist auf einmal quasi in der Situation, wo das Team hofft, dass man richtig Punkte holt und man dann nicht holt, kann da schon sehr viel Druck auch entstehen. Aber du hattest jetzt den Druck zum Glück nicht auf deiner Seite, ne? Nee, der Gegner hatte den. Ja. Aber wie gesagt, er stellte alles Presskante an, hat den Roll-Off gewonnen und somit hat er gut gescored. Er hat ja auch alles richtig gemacht. Also wenn der Fred zu mir gesagt hat, hätte er ja, ey, wir müssen hoch scoren, stell alles vorne hin, sonst haben wir eh verloren. Also war ja auch der richtige Move von ihm zu diesem Zeitpunkt. Ne? War jetzt nicht irgendwie so ein Idioten-Move, was macht denn der da, sondern war gut. War eben das, was das Team brauchte. Ja, ich hatte dann noch versucht, wirklich da den ein oder anderen Einheit noch den Punkt zu denyen. Ich habe da gar nicht mehr geguckt, ob es gewinnen oder unentschieden zu spielen, sondern einfach nur, dass ich quasi gesehen da halbwegs Punkte raushol. Dann irgendwie ja, wir hatten ja vor ein paar Tagen, als du da gegen Dinges gespielt hast, gegen Hascho, Grüße gehen raus, und wir alle zusammen darüber gesprochen hatten, hatte ich ja auch diese Taktik von Malte ganz vergessen. Ne? Ein Move ist immer, natürlich, wenn ihr die Erfahrung habt und das Matchup so gut einschätzen könnt und auch einfach seht, okay, da ist wirklich fast nichts zu holen, dann ist natürlich immer noch eine Option der Hail Mary Move. Ich stelle mich Press-On auf, versuche ihn zu überrennen. Das ist Hail Mary, ne? 50%. Genau, und fang einfach an. Ja, und klar, so, ne? Das ist auf jeden Fall. Aber gut, okay. Das lief dann ja weniger gut, aber dennoch seid ihr weitergekommen. Lim, wie sah es bei dir aus? Gegen was musstest du ran? Ja, ne, ganz normaler Tag. Ich musste gegen das spielen, was keiner wieder haben wollte, die Dämonen. Ja. Das waren, glaube ich, 3 Keeper of Secrets, Lord of Change, ein Shalaxi Hellbane. Das ist auch so ein Keeper von Forge mit, glaube ich. Genau, der große mit 28 Leben oder so. Genau. Dann auch ein 3er Retter dann. Oh, völlig, völlig fies. Kann geil zaubern. Ja, der ist schon blöd. Dann hat er 30 Bloodletters gehabt. Ich glaube 20 Dämonetten und so ein bisschen Kleinvieh, so Fiends, so kleine Leiterviecher. Die können im Nahkampf festhalten. Ja, die halten dich fest, genau, und dann schießen Contemptor halt gar nicht. Ja, da habe ich eine Matchup-Einschätzung auf Rot gehabt, also dass ich vielleicht so maximal zwischen 4 und 6 Punkten hole. Ausgegangen ist das Ganze dann 9-11, also ich konnte mehr holen. Und ab da konnte ich meine Liste auch wirklich wesentlich besser spielen. Da waren schon ein paar entscheidende Elemente drin, wo die Bloodletter-Bombe runtergekommen ist. Die hat mir meinen kompletten Laden abgebunden. Ne? Also die sind rein, die haben 3 Death Shrouds gecharged und mit ihrem ganzen, die chargen ja 3W6 plus 1 rerollable. Genau. Und treffen auf die 2 dann. Treffen dann auf die 2. Genau, ich konnte leider kein Abwehrfeuer geben, weil ich in der Ruine stand. Sonst hätte ich das auf jeden Fall mit den Flamern gemacht. Um den dann unter diese 20 zu bekommen, vielleicht mit ein bisschen Glück. Mit dem ganzen Consolidation-Move hat er mir abgebunden meinen Psyker, meinen Contemptor, einen Plagueburst-Crawler, noch einen Charakter und Porkswalker oder so. Also es war wirklich, ja, ich wusste nicht mehr, blöd, ich gehe jetzt erstmal was trinken. Und dann hat meine Command-Phase angefangen.
Lustig, also da vorher noch im Nahkampf war, zu erwähnen, ein Deathshroud Termi ist mit einem Lebenspunkt am Start geblieben. Wahnsinn. Und es war der Champion und der hat dann einfach 10 Bloodletter weggeknipst. Ganz normal. Sense der Lust rausgeholt. Genau, 10 Attacken, 10 Treffer, 10 Wunden, 10 Fails. Also das war ein bisschen lucky auf jeden Fall. Dann hat er auch meinen Lord of Contagion mit abgebunden. Da hat er wohl verrafft, dass der auch gar nicht so schlecht der ist. War contaged. Der hat ihn jetzt erstmal contaged. Der hat ja dann auch nur Toughness 2 vor mir. Den puste ich dann auch weg, so nach dem Motto. Und in meiner Command Phase habe ich ihm dann, ich glaube, 12 Mortal Wounds gemacht über 2 Stratagems. Und das war auch sau wichtig. Und da habe ich meinen kompletten Laden wieder befreit. Und dann habe ich losgerotzt. Der Shalaxy Hellbane, der fiel dann auch relativ fix. Da haben dann einfach die ganzen Entropiekanonen sind dann ausgerastet. Und die der Contemptor ist dann einfach mal schön mit 3 plus W3 Schaden. Ah, oh, das war so richtig, richtig saftig. Gut. Ja, und der hängt dann auf seinem Vierer-Retter. Ich meine, Vierer-Retter ist ein Vierer-Retter, das wissen wir alle, ne? Geht in alle Richtungen. Und ansonsten so Keeper of Secrets habe ich mit Granaten umgeschmissen. Das ist auch lustig, Plague Marines. Gehen da einfach hin, schmeißen einen Haufen Granaten und rerollen alles und ja, machen 2 Schaden flat und dann gehen halt 8 durch, ist er tot. Hatte er nicht -1 reduzieren drauf? Nee, -1, der hat für alles gewürfelt, okay. Alle seine Keeper haben gewürfelt. Krass, okay. Weil alles die haben einfach krass. So gute Fähigkeiten, ne? Ja, stimmt. Da kriegst du lieber 2, statt eine gute zu haben. Du hast dann die Chance einfach auf 2 richtig gute. Genau, ja, war ein spannendes Match, hat Spaß gemacht, genau, ging halt, wie gesagt, gegen die Franzosen, Semi-Crostillon hießen die, und wir haben gewonnen 92 zu 68. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Und dann war fast schon Halbzeit, 3. Runde kann man sagen, ne? Ja, wir durften die Listen ändern. Genau. Micha, hast du was geändert? Jo, ich habe was geändert, weil mich das Matchup gegen den 2. Sister-Spieler hat mich genervt. Der wusste secondary-technisch nicht, was er nehmen sollte. Hat dann aus der Not heraus Assassinate genommen, weil ich 3 Charaktere hatte, um auf 9 Punkte zu kommen, weil das ihm das Beste schien. Und die hat er auch geholt. Und das hat mich genervt. Da habe ich einen Troopmaster rausgeschmissen, damit nicht der nächste auch auf die Idee kommt, dass 9 Punkte eigentlich das Beste ist, was man holen kann. Und das nehme ich mit. War das eine gute Entscheidung hinten raus? Ja, ich glaube schon, ja. Also es war jetzt keine richtig Spielentscheidung mehr. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwo an einem Spiel dran gelegen hat, aber es hat den Gegnern halt eine Option weniger genommen. Major, hast du deine Liste geändert? Nee, ich hatte, also da war dann die 2. Woche, nee, nach 3 Wochen schon um. Und ich hatte auch keinen Bock mehr, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, das ist okay, was bis jetzt gelaufen ist. Lass mal alles so, wie es ist. Hat, glaube ich, auch keiner von uns aus dem Team. Okay, und du auch nicht, Lim, ne? Doch. Ja? Ich habe sie nicht geändert. Fred hat sie geändert. Ach, stimmt, Fred hatte sie geändert. Nee, der hat sie nicht geändert. Nein, stopp. Also, er wollte sie ändern. Diese Liste Nein, Fred hat meine Liste geändert. Ach so. Fred, seine eigene, hat er auch geändert, hat dann einen Listenfehler drin gehabt und hat dann gesagt, okay, er spielt doch die alte, wenn es okay ist. Ja. Dann haben wir sogar noch Strafpunkte kassiert, was aber letztlich dann auch egal war. Fred wollte für uns alle die Liste ändern. Dann hieß es, nee, wir sollen das dann selber machen. So, okay. Und in irgendeinem abendlichen Gespräch hatte ich so drüber gesprochen, Mensch, hätte doch gern den Lord of Virulence wieder in der Liste mit 10 Termis, mit 10 Blightlord-Termis, um schön viele Bolter mit -1 DS zu haben und. Und er hatte das so aufgefasst, ja, okay, nee, ich ändere die Liste mal. Und kurz vor meinem ersten Match ging es dann so, du hast übrigens den Lord of Violence. Ich so, hä, was? Ja, den habe ich gerne, wolltest du doch. Und ich so, nein, nur mit Termis. Und so. Und ich so, nein, echt jetzt? Und dann hat er mir meine AQ-Auswahl geändert, ohne den Rest der Liste anzupacken. Okay. Also musste ich die letzten 3 Matches mit dem Lord of Ireland statt Lord of Contagion spielen. War auch okay. Ja. Okay, aber das ist deine Änderung dann, alles klar. Okay. Genau, ja, ein Lord. Micha, gegen wen ging es denn dann in der 3. Runde ran? Sisters. Mal wieder, okay, Wahnsinn. Ja, jetzt ist ja einseitig. Ja,
aber demnach ist der Know Your Enemy für Sisters fertig und wird jetzt abgedreht bald. Der Ding brauchst du auch gar nicht mehr recherchieren, den hast du jetzt einfach der so, ne? Ist fertig, den habe ich vor dem ersten Spiel die Vorbereitung gemacht schon und der war auch gut, weil waren zwischendurch Situationen dabei, ich musste mir halt nur meine Excel aufmachen, dann kam, ich ziehe das Stratagem hier Charakter wiederholen für 1 CP. Ja, dann. Bei mir in meiner Excel steht 2 CP. Ach ja, ich spiele Necrons, da ist das für 1 CP, bei den Sisters 2 CP. Ja. Also die Excel läuft. Was hast du denn da abgegeben? Ja, ich habe mal wieder ein 15-5 angekreuzt. Ja, was ist rausgekommen? 20-0 wieder. Okay. Also, der Klassiker. Ja, da war wieder die ähnliche Sache. Also Exorzisten wieder raus, Retributor wieder rein und eigentlich. Wieder schlechter für mich, aber wieder mit besserem Ausgang. Okay. Also, und da war jetzt kein Zaubermove dabei. Du hast das Matchup eh schon so gut drauf gehabt. Du hast dann einfach klar gemacht, im Grunde genommen. Das war die Mission 13, ne? Mit den 4 Markern auf der Diagonalen. Battlelines. Achso, mit Diagonalen. Hier genau. Battleground. Wo man, wenn man drauf ist, dass man den hält. Genau, noch, ne? Wo man drauf ist, wenn man den hält. Und er durfte anfangen und hat sich. Ich hatte mich relativ gut positioniert, dass ich Druck aufbauen kann. Mit allem. Und er ist dann rausgekommen, weil er einmal diesen Schritt auf die Marker machen wollte. Mit 4 Einheiten haben sich gezeigt. Und die habe ich ihm dann alle weggenommen. Mhm. Und. Das war auch in seinem ersten Zug, war das sein erster und letzter Versuch, irgendwie aus seiner Burg rauszukommen und einen Marker nehmen zu wollen. Und dann habe ich mir eigentlich nur die Marker geholt und bin dann auf Abstand geblieben und habe gewartet, bis er einen Schritt raus, also dass mir nichts passieren kann. Ich alle Marker kontrolliere, meine Secondaries kontrolliere und warte, bis er rauskommt. Und dann, ja, okay, jetzt ist das Spiel so weit, dass ich gar nicht mehr verlieren kann. Und. Dann gehen wir doch jetzt nochmal volle Pulle da rein. Hatte mich halt in den Runden auf Position gebracht und habe dann einmal noch kurz weggrandaliert, dass ich auch die Wild Stand-Ziele von ihm noch 2 wegnehmen konnte. Mhm. Die ja irgendwie Wahnsinn. Jeder Sister-Spieler nimmt. Also da steht ja immer die St. Catherine und entweder die wie heißt sie? Die Celestine und dann noch was ist die dritte Standard? Da komme ich gar nicht mehr drauf. Irgendwas anderes ja, immer noch mit ich glaub, dabei. Ich glaube, das ist auch nicht so entscheidend jetzt. Aber es ist halt, jeder Sister-Spieler mit Wild West End versucht das Ding da hinten mit St. Catherine auszusitzen. Mhm. Gut, okay. Ja gut, schade. Ich dachte, da kommt jetzt mal noch ein richtiger Knaller. Aber gut, dann war da aber immerhin, drittes Spiel, dritter Sieg, auf jeden Fall da stark geliefert. Ne? Und jetzt auch nicht, ohne dass jetzt böse zu machen in dem Top-Team. Also von daher bärenstark, kann man einfach sagen. Mario, gegen wen ging es für dich in Spiel 3? Ja, wir haben da gegen die Kanadier gespielt. Vielleicht kennt der ein oder andere den Skari und dabei war dann der Jim Wessel, glaube ich, hieß der. Mhm. Ja, ich durfte mir dann da jetzt das Vergnügen geben mit den Dark Angels und ich habe noch nie so viele Thermis gesehen auf dem Spielfeld, wie es geht. Mhm. Und ein Apothecary und Azrael, der versuchte, meine Aura von Color auszumachen und den ganzen Mist. Mhm. Also du meinst Ezekiel. Mhm. Ja, genau. Der komische Vogel da. Die haben alle so komische Namen. Ja, genau. Einmal Diablo durchspielen, dann hast du die alle drauf. Also ich hab gesagt, Mühe und Noten 10-10. Kann aber auch ein bisschen schlechter werden. Ja, und dann habe ich aber auch gesagt, es kann aber auch ein bisschen besser werden, wenn ich anfange, weil ich dann auf alle Marker hopsen kann mit meinen Pferden und in dem gleichen Moment wieder zurückziehen. Und mir gehören alle Marker. So, dann haben wir gerollt. Die ersten beiden Spiele habe ich nicht angefangen und da kann ich angefangen. So, was passiert? Erste Runde, mein Nimbus 2000 auf Hochleistung fliegt beim Gegner drüber ins Aus und wirft natürlich für ein Stratagem Tremor Shells. Nee, war beim Gegner hinten drin. Quatsch. Der war hinten drin bei dem und würfelt Tremor Shells. Ja. Also verlangsam. Ja, was passiert? Der kommt mit 10 Thermis. Der hat die nicht Combat Squatted. Kommt der nicht mehr raus und kommt nicht auf die Marke in der ersten Runde. Ja.
und ich muss eben nichts. Und die anderen beiden Marker habe ich eben mit 10 Pferdchen abgedeckt. Wenn er mich gecharged, bin ich abgehauen. Das bedeutet, wir haben in der ersten Runde alle Marker gehört. 15er Score. Dann zweite Runde habe ich das quasi gesehen, das gleiche Spielchen wieder gemacht. Auf der linken Seite Tremorshells. Und in einem Marker habe ich quasi gesehen, mir eine kleine Pferdeburg gebaut. Ich habe den ganzen Marker zugestellt mit Pferden. So, er kam zwar auf einen Marker drauf, aber er kam nicht auf den anderen Marker. Wenn ich da quasi gesehen hätte, er mich gecharged, wäre ich runtergeflohen wieder mit den ganzen Pferden. Und so hat er sich überlegt, ja, mit Dark Ops of the Weapons of the Dark Age, die genau, wegzubraten. Die einfach wegzupusten mit Flat 3 Damage und Plasma Interceptors. Und dann hat der wieder quasi gesehen, weil dieser Marker dann immer noch mir gehörte und er nicht auf diesen Marker drauf kam, weil er konnte sich ja nicht mehr bewegen, er hat sie weggeschossen, habe ich wieder in der zweiten Runde 15 gescored und er nur 5. Ach, ja. Das war okay. War trotzdem eine Mission, ein Marker für 5 Punkte, nicht 2. Okay. 2 Marker für 5 Punkte. Er hat hier, er ist ja quasi gesehen auf den einen gekommen, nur auf den anderen nicht. Ja, und dann kam das ist ja das Lächerliche an den Dark Angels. Also ich hatte dann wirklich in den Primären sehr hoch gescored, hab dann noch einen 14-6er, glaube ich, rausgeholt. Gewonnen, oder was? Ja. Also deutlich geholt dann, ne? Okay. Ja, aber im Verhältnis, wenn man das überlegt, also wenn man 2 Runden 15 scored und der Gegner einmal 0 und einmal 5, dann gehen die Spiele deutlich höher aus. Genau, aber durch diese. Außer du hast natürlich Dark Angels Secondaries. Da holst du ja trotzdem da die ganzen 15 Punkte überall, ne? Ja, ja. Also da okay. Hat dann Benny. Wahnsinn. Ja. Aber hast ja das Team glücklich gemacht und da auf jeden Fall wieder was wettgemacht. Sehr gut, sehr, sehr stark. Gängig dieses Terminator-Konzept, wenn man das so sieht. Hattet ihr nicht im Team, ne? Wollte sich keiner annehmen. Naja, gut, weil ihr Martin ja, mit seiner Hybrid-List hatte. Wir haben ja Alpha Strike Martin und das hat uns aber auch das eine oder andere Mal richtig den Arsch gerettet. Auf jeden Fall. Die Liste atmet er auch. Auch wenn er nicht angefangen hat, er hat die so defensiv gespielt und hat trotzdem 20 Punkte gescored. Er hat auch, glaube ich, nur 2-mal angefangen und trotzdem genau. Hat er 4 Spiele hoch gewonnen. Das war schon echt stark. Gut, ja, Lim, drittes Spiel, gegen wen durftest du ran? Ja, auch gegen Kanada, ne? Ich bin also in Chris seinem Team geblieben. Ja, und genau, ich durfte gegen Admec ran. Ich hatte genau das Problem, was Chris quasi beschrieben hat. Er fängt an, stellt seine Pferdchen auf alle Marker und ich denke mir, ich bin Death Guard, ich bin da langsam. Dementsprechend die Matchup-Abschätzung war wirklich schon im tiefroten Bereich, so 4 Punkte nach dem Spiel, auch mit dem Gegner nochmal drüber gesprochen und auch mit Jim Wessel und auch noch mit dem Captain, die haben das Spiel 3-mal Probe gespielt und da ging es jeweils 15-5, 20-0 und 18-2 oder sowas aus, also auf dem Papier sollte meine Armee nicht gegen diese Liste punkten. Der hatte 4 Flieger, 2 Fuselaves und 2 Eichokopter. Strat. Mit den Laserkniften, dann den Corley Boy, 3-mal indirekt schießen und Pferdchen. Ach so, und 2-mal 16 Priester, die Nahkampfpriester. Und wie ist es jetzt ausgegangen? Und ausgegangen ist es 8-12. Ich habe da, meiner Meinung nach richtig gut gespielt. Das einzige Problem, was ich hatte, ich kam zu spät aus meiner Komfortzone raus und mir sind die Primärpunkte halt flöten gegangen. Ansonsten war es ein wirklich klasse Spiel, es hat Spaß gemacht, der Gegner war wahnsinnig nett. Da muss ich einfach mal sagen, dass man wirklich mal einer der richtig coolen, mit denen man immer wieder gerne spielen möchte. Die Kanadier an sich, ne? Waren super cool. Ja, also gegen Skari hätte ich jetzt nicht so gerne gespielt, weil der hat so viel geredet und so viel gesungen mit seiner Katze auf dem Arm. Ja, der ist so, das ist genau mein Fall, ne? Ich habe ich liebe so Typen, so richtig verrückte Typen. Wer ein bisschen unangenehm war, kann man ja auch mal kurz sagen, das war Jim Russell. Der hat dann so eine kleine Nummer abgezogen, kann man ja auch mal sagen, mit dem Martin. Der war nicht okay, ja. Ja, willst du die mal kurz erwähnen? Du kennst die ganze Ja, also Martin hat sich quasi abgesichert.
dass eine Ability der Death Guard, also Martin mit seinen Raven Guard hat gegen Death Guard gespielt, und zwar die Aura, dass man als nicht gecharged zählt. Das ist das Relikt des Blightbringers. Blightspawn, Entschuldigung. Wann die triggert. Und Jim Wessel hat ihm quasi bestätigt, dass das am Anfang der Charge Phase oder am Anfang der Fight Phase triggert. Und dann hat Martin seinen kompletten Turn 2 oder Turn 1, weiß gar nicht, ich glaube Turn 1, darauf ausgelegt, außerhalb der Aura zu bleiben und mit dem Consolidation Move reinzugehen, um seinen kompletten Laden abzubinden. Und nachdem der ganze Zug geplant war, dies da Schussphase durch, Chargephase läuft, er positioniert sich, aktiviert die erste Raven Guard Unit. Und dann sagt Jim Wessel, übrigens, ich habe nochmal nachgeguckt, nee, es triggert eigentlich immer. Also sobald du reingehst, bist du fight last. Und Martin hat sich tatsächlich hart verarscht gefühlt, weil er hat den ganzen Zug darauf geplant, er hat in seiner Command Phase die Frage gestellt und man glaubt, alles bewegt. Alles bewegt, alles akribisch geplant, was er quasi abbinden wird in der Nahkampfphase. Und boah, das ging dann hart nach hinten los und das war keine feine kanadische Art, wenn man das so sagen möchte. Ja, im Endeffekt. Ah, Martin hat den trotzdem 19-1 rasiert. Also von nein, 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 nein. Er hat ihn quasi gesehen 17-3 rasiert und da ist dann das nächste rausgekommen. Er hat, wie hieß das Strategem genommen von der Death Guard? Er hat zwei Secondaries aus der gleichen Kategorie genommen? Nee, er durfte das nicht nehmen. Weil nein, er durfte Spread the Sickness nicht nehmen, weil er nicht pure Death Guard war. Oder so war das, genau. Genau. Ja. Also ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, Martin, du weißt, ich küsse dein Herz, alles auch und so. Dass, also ein weiteres Problem war, dass Martin auf diese Aussage natürlich geraged hat, allerdings im Mute-Modus. Ja? Das heißt, man sagt dann die ganze Zeit hier, was ist und hier, keine Ahnung, da hat sich die ganze Energie aufgespart, allerdings hat das niemand gehört. So. Dann schaltet man sich frei, natürlich ist dann die Energie so ein bisschen weg. Ist schwierig, das dann nochmal zu argumentieren. Und da muss man schon sagen, also das ist, ich weiß auch nicht, ob jetzt jemand von uns das dann irgendwie noch so gut hinbekommen hätte oder was auch immer, aber eine Teilschuld betrifft einen dann schon, weil man kann, glaube ich, schon darauf bestehen oder es zumindest anfechten, dass man sich auf diese Aussage verlassen hat. Und es ist schwierig, alles zurück zu bewegen oder was auch immer. Oder man sagt, okay, du musst jetzt mit der Ability so spielen, wie du es gesagt hast und nicht jetzt hier hintenrum so. Also notfalls auch mit Judge, weil das einfach nicht korrekt war. So, ne? Und was halt, das war so die eine Seite. Und was halt einfach daran nicht so schön war, so von der gegnerischen Seite, ist, er hat einfach danach so normal weitergespielt. Eiskalt, ohne irgendwie da nochmal drauf einzugehen oder was auch immer. Das hat schon so ein bisschen schlechte Gefühle hinterlassen. Vielleicht das nochmal dazu. Weil ich habe das Spiel auch gesehen, muss ich sagen. Ja, deswegen, korrekt. Erlaube ich mir das einfach mal so zu sagen. Dass dann und der gestattet. Der Gegner wirkte auch von dem Namen her, dachte man eigentlich, dass er auch richtig regelfest und so ist. Also es wirkte auf mich auch sehr, sehr stark, was mich überrascht hat, dass er noch nicht so richtig in der 9. Edi angekommen ist. Aber das war nur mein Eindruck, meine persönliche Meinung. Und die Tatsache, dass Martin am Ende des Tages trotzdem Samba Digilet gemacht hat mit 19-1, spricht für sich, obwohl er diesen richtig ekligen Turn schlucken musste. Also von daher Kudos und ja, daraus lernen. Und ja, das kann man vielleicht dazu noch sagen. Gut, ja und genau. Naja, ich will nicht noch weiter reingehen, weil da noch andere Seiten von dem Team noch kamen und sowas, die noch probiert haben. Es ist ja, aber egal. Easy. Wir gehen in die nächste Runde. Let's go. Genau. Und Teil 4 nur für unsere Patreons. Nur für unsere Kofiisten. Nein, nein, Spaß. Aber 4 ist schon das richtige Stichwort. Also dann seid ihr da auch weiter nach vorne galoppiert. In Michas Team lief es nicht ganz so, auch weil er gut performt hat. Heißt es nicht, dass alle Kameraden auch so gut performen. Nichtsdestotrotz ist der Fokus und das Leibniz hier direkt auf Micha. Erzähl mal Runde 4. Ja. Gegen was musstest du ran? Sag mir nicht nochmal Sisters. Nee, es waren das erste Mal keine Sisters. Ja, okay. Ich sollte, glaube ich, wieder Sisters kriegen, aber es lief in den Harlequin Mirror Match. Ah, okay. Ganz cooler Typ. Hast du auch Erfahrung, oder? Im ja. Reben gesammelt. Ja, hatten wir auch ähnlich so gespielt. Auch Grüße an Frankie an der Stelle. Auch an Gordon nochmal an der Stelle Grüße. Dem hatte ich auch Mirror Match gespielt und hatte dann auch da ein 10-10 quasi abgegeben, wo ich aber auch gesagt habe,
je nachdem, wer anfängt, kann es auch komplett in die andere Richtung kippen. Und prinzipiell sage ich, dass der Harlequin-Spieler, der anfängt, bessere Chance hat. Nee, verliert. Ah, okay. Okay. Ich würde schon sagen, in 8, 9 von 10 Fällen wird er verlieren. Und hast du angefangen? Wir haben dann auch beide vorm Spiel gesagt, so, keiner will anfangen und der hat einfach Scheißkarten. Und ich musste dann anfangen, hatte dann entweder die Option, verweigerst du es. Ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm. Ich meine aber, dass mein Ergebnis oder dass mein Spiel relativ spät in der Runde kam und es nicht mehr so großen Einfluss darauf hatte, ob die Runde... Jetzt sagt er einfach, wie es ausgegangen ist, Jung. Ausgegangen ist 15-5 für meinen Gegner. Ah, okay, ich hatte mich dann quasi für die Wahl entschieden. Okay, ich setze es nicht aus, sondern ich versuche es und springe ihm ins Gesicht. Er hatte nur 3 Autos statt 6 auf meiner Seite und dafür noch einen Frozen Stars Detachment, wo die Clowns zu Fuß gelaufen sind, wo dann auch die Bikes natürlich ordentlich Schaden machen können, wenn sie da einmal ordentlich drauf anlegen. Dann habe ich die beiden Bike-Trupps in Position gebracht. Ich wollte ein Auto knacken, um Mobilität zu nehmen. Das waren dann mit 5W6 Schuss grandiose 7, von denen auch 2 getroffen haben. Und also da ist gar nichts passiert. Und die anderen haben dann auf einen 10er-Trupp Harlekine geschossen. Das waren jenseits der 20 Schuss. Wegen Blast und sowas ja auch dann nochmal. Mindestens 3, also da waren ein paar gute Würfe dabei und die schlechten sind auf 3 gegangen. Und da ist dann auch, ich glaube, 1 oder 2 Player unterm Strich umgefallen. Und dann stand ich halt relativ offen da, ohne dass was passiert war. Hatte meinen 3er-Trupp-Bikes ganz vorne drin stehen. Der hat 2 Smites gefressen, waren dann jeweils 3 Schaden, also 2 Bikes dann direkt tot. Dann haben noch 3 Melter auf die 3er-Retter-Bikes geschossen. Wieder 2 Bikes tot. Also da ist alles in die Hose gegangen, was in die Hose gehen konnte. Und war nicht dein Spiel. Dann haben wir hintenrum, wusste dann an der einen oder anderen noch mal Stelle nochmal lustig. Wir hatten noch einen Marker auf dem Feld. Also da sind 80% aller Player draufgegangen. Immer einer hat wieder reingeschoben, der andere hat wieder Player reingeschoben. Wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit um einen Marker gebasht, die ganze Zeit. Und da war auf jeden Fall ein riesen Leichenberg oben drauf. Und ja, war lustig, aber leider mit dem Ausgang dann. Okay, gut, aber ja, hast ja schon erklärt, manchmal sind die Umstände einfach bescheiden und dann ja, hat man leider wenig Auswahl. Major, wie sieht's bei dir aus, Runde 4? Gegen was musstest du ran? Gegen wen haben wir da nochmal gespielt? Da habt ihr gegen die Hottest Takes gespielt. Hottest Takes. Ja, stimmt, Deathguard wieder. Mhm. Ja. Was hast du eingetragen? Angegeben, 10-10. Mhm. Rausgeholt? 10-10. Ja, geil, Mission erfüllt. Ja, aber war langweiliges Spiel. Wir hatten dann, ich hatte vorher mal ein Testmatch gemacht, so, und dann sind wir nicht drauf gekommen, was seine dritte Secondaries ist, und er hat einen Demon Prince in die Mitte gestellt, und dahinter, innerhalb von 3 Zoll, war quasi gesehen dann Deathrolls Terminators im L-Blocker versteckt und hat der Psychic Ritual gemacht. Ja. Da habe ich ein bisschen geflucht, sonst hätte ich gern 1-2 Punkte mehr mitnehmen können. Hat er wirklich schlau gemacht, hat er gut gespielt. Hat er gut gemacht, ne? Hat er gut gemacht, ja. Okay, Lim, bei dir? Ja, ich habe gar nicht gespielt. Stimmt, ja. Da war ein privates Ereignis. Mein Hund wurde angefahren und dann sah ich mich nicht imstande, Warhammer zu spielen an einem Computer. Und der liebe Fred ist für mich eingesprungen, netterweise. Er musste ran gegen Dämonen. Wir kannten das Matchup schon. Ähnliche Liste wie in Spiel 2. Und er hat ein 20-0 rausgeholt. Stark, das ist stark, muss man sagen. Auf jeden Fall. Fred aktuell auf jeden Fall auf einem guten Niveau unterwegs. Definitiv. Wir haben ja auch zusammen die Liste erstellt gehabt. Er kannte sie genauso in- und auswendig. Er coacht auch
aktuell zwei Death Card-Spieler und ja, hat sich damit auch sehr wohl gefühlt. Wir haben kurz über die Secondaries gesprochen und hin und her. Ja, das hat er solide gemacht. Der Dämonenspieler hat ein paar Fehler gemacht und ein, zwei Lucky Rolls von Fred waren dabei. Aber strategisch war das schon ziemlich gut. Im Nachhinein hat er sich saumäßig geärgert, dass der Lord of Virulence da drin ist, weil der Typ macht einfach gar nichts. Den er da reingebaut hat. Weil der Typ macht einfach gar nichts. Der kriegt nichts im Nahkampf kaputt, nicht mal Nurgling Bases. Dem fehlt einfach die Sense des Todes. Der hat halt nur so eine Clown-Faust und die gibt sogar minus 1 to hit und macht nur 2 Schaden. Ja, hat dann 20-0 rausgeholt. Dieses Match haben wir gedrawt gegen die Hottest Takes, 79-81. Bedeutet, wir haben beide jeweils einen Punkt bekommen. Das wird für später auch nochmal interessant. Genau. Mario, ganz kurz, du hast hier irgendwie die Meldefunktion aktiviert. Willst du was sagen oder ist das nur Zufall gewesen? Oh, nee, ich wollte nur wissen, was das für ein Knopf ist. Achso, okay, alles klar. Einfach mal draufdrücken. Wie bei, weißt du, wie so beim Org, so das rote Ding, den Knopf mal drücken. Einfach mal drücken. Aber jetzt weißt du, ne? Dann sehe ich oder wir sehen dann, dass da Bedarf ist. Das ist ab sofort mein Pipi-Knopf, ja. Wenn die Hand gehoben ist, bin ich AFK und bin auf. Kannst du einfach hier in den Chat schreiben, geht noch einfacher. Schreibst einfach Pipi rein, fertig. Aber gut, okay. Also das war tatsächlich auch insgesamt eine knackige Angelegenheit. Hottest Takes, ein Sammelsurium an Spielern, die aktuell im TTS sehr, sehr umtriebig sind. Unter anderem auch der Gewinner des Warphammers, Liam, mit Harlequins. Oh, und, ja. Und. Da gab es auch noch irgendwie obskure Wechsel im Team. Ein, sag ich mal, nicht so spielstarker Spieler wurde irgendwie gedroppt und durch einen deutlich spielstärkeren Judge irgendwie ersetzt oder so, glaube ich. Ja, der Head Judge hat dann auf einmal mitgespielt mit einer anderen Liste. Genau. Einiges besser, aber. Nichtsdestotrotz wurden auch die, sind die von Gillette nicht verschont geblieben. Nee, und, das war ein Unentschieden. Ja, unentschieden? Ah, nee, stimmt. Unentschieden, genau, am Ende des Tages. Also, das war, das kann, also was da vorgefallen ist, kann man ja auch ehrlich sagen. Ich meine, hat ja der Hedger höchstpersönlich angeordnet, auf dem Turnier der Spieler mit der schlechtesten Quote von diesem Team ist gedroppt, aus persönlichen Gründen. Und wer hat mitgespielt? Der Head Judge höchstpersönlich. Und die Listen wurden geändert. Also die Liste, es wurde nicht die gleiche Liste auch noch beibehalten. Die Liste wurde geändert. Und zwar, dass ja, da auf einmal Gene-Stealer reinkam, auf einmal kam da... Ja, man muss aber dazu sagen, mit unserem Einverständnis. Es ist nicht so, dass das einfach gemacht wurde. Ja, waren mit einverstanden... Und somit ist der Käse auch gegessen. Im Nachhinein. Ja, im Endeffekt, im Endeffekt können wir auch mal ehrlich sagen, so 100% waren wir auch nicht einverstanden. Das war eher. Nee, aber so, wir haben quasi das, also beziehungsweise Fred hat halt im Captain's Channel das okay gegeben. Ja, aber wir wussten dann halt nicht, dass so eine. Wusste das doch auch selber nicht so ganz genau. Aber ja, dass da auf einmal so eine also, Dimacheron-Liste kommt, ja. Also er hat da eigentlich mit gutem Gewissen zugestimmt. Was da gemacht wurde, war eine Schweinerei. Das muss man ganz ehrlich sagen. Auch das Pairing, guckt sich natürlich auch die Statistiken an. Sie haben grundsätzlich in der ersten Runde immer als Steller einen Admech-Spieler gesetzt. So, jetzt haben sie die Liste verändert nach dem vierten Tag und stellen auf einmal den Tyranniden-Spieler. Also da war schon sehr viel Wucht drin, ne? Auch von jetzt auf gleich. Also das war schon eine Frechheit. Und ich habe es ja nicht als Einziger so gesehen, sondern wir als Team fanden uns ungerecht behandelt. Kann man ja auch ehrlich so sagen, wie es ist, ne? Ja, definitiv. Also, nachdem wir die Liste dann gesehen haben, haben wir alle so gedacht, so, wir gegen die andere Liste wären wir alle positiv eingeschätzt gewesen und jetzt nicht mehr so. Das sollte man vielleicht nochmal ansprechen. Haben wir dann auch getan. Aber im Endeffekt haben wir gesagt, okay, wir ärgern uns jetzt nicht weiter, wir müssen jetzt 40k spielen. Haben alle einen klaren Kopf dann irgendwann behalten und gespielt, dann ist das eben das Ergebnis unentschieden ausgekommen, was auch wirklich da interessant ist. Der gute Martin hat schön alles Presskante gestellt, gegen die Admech-Liste musste er ran. Und also wir sagen ja, don't blame the dice, aber er hat nicht angefangen, das ist auch okay, das ist kein Problem. Dann hat er sich defensiv aufgestellt, aber ich schwöre es euch, das ist jetzt kein Witz.
Ich habe noch niemals so ein Spiel verwürfelt sehen wie den Martin. Also wirklich, das ist kein Witz. Unsere jetzt. Theorie ist ja wirklich, don't blame the dice. Und von, sag ich mal, 50 Personen, die sagen, ich habe das Spiel verwürfelt, ist es wahrscheinlich am Ende des Tages wirklich bei einer nur der Fall. Weil den Rest hätte man meistens mit Bewegung, mit anderer Aufstellung oder Redundanz in den richtigen Situationen irgendwie ausmerzen können. Aber es gibt natürlich hier und da mal diese Spiele, wo wirklich einfach, wo man alles macht, irgendwie alles auch gut stellt und so weiter und so fort. Und dann will es einfach nicht. Und das war tatsächlich wohl einer dieser Tage. Das haben mehrere von uns gesehen. Das war schon sehr, sehr unschön anzusehen. Und ja, das hat betroffen also gemacht. Das Spiel, die Spieler, die waren ganz locker quasi gesehen, nur unschön war eben das, was der Martina gewürfelt hat. Genau. Aber nichtsdestotrotz, lass uns mal auf die Tube drücken. Ja. Wir kommen jetzt zum Grande Finale, Spiel 5. Ja. Die letzte Runde ist angebrochen. Micha, gegen was durftest du ran? Ich habe jetzt extra nochmal Pipi reingeschrieben. Ich wollte dich nochmal aus dem Konzept bringen, aber hast du gar nicht so schnell gelesen. Ja, da hat mich, war schon krass. ich durfte gegen Tyrannin dran. Yay! Juhu! Okay, die kennst du gut und es war was anderes. Genau, ehrlich. Die war endlich mal was anderes. Wurde jetzt nicht so hoch eingeschätzt. Hab's auf dann 12-8 gewonnen, unterm Strich. War, was hast du abgegeben? Ich glaube 13 oder 15. Ich glaube sogar mein Standard okay. 15. Mhm. Und, sieht auch am coolsten aus, finde ich ehrlich gesagt, 15-5. Aber ja. Und er durfte anfangen, hat. Auch da waren es zwei Dimasherons, zweimal Hive Guard, ohne Ende Hormaganten, Swarmlord, Hive Tyrant, also schon eine relative Standardliste. Durfte anfangen, hat mir ein Dimasheron, also alles ist Advanced und alles ist 6 Advanced. Also der Dimasheron dann auch zweimal, also der ist mir 36 Zoll vorm Charge entgegengelaufen. Hat dann Auto und Bikes gecharged und es war ja auch schon klar, dass er dann doppelt kämpfen wird. Hat sich dann entschieden, auf das Auto zu hauen. Eigentlich war es mir egal, mir war wichtig, dass zwei im Nahkampf sind. Dass ich meinen Standard-Move machen konnte, raushüpfen. Ob jetzt Auto oder Bikes, war relativ egal. Ich hätte beides dann offensiv bringen können. Er hat sich dazu entschieden, aufs Auto zu hauen. Dadurch konnte ich die Bikes dann aktivieren, kämpfen, nichts machen, aber dann nach vorne springen und meine Bikes dann quasi schon mal so weit nach vorne bringen, dass die in meiner Runde 1 dann beide Hive Guards abgebunden haben. Kam dann bei ihm dann zumindest, dass die Hive Guards wieder im Nahkampf sind, kleine Flashbacks. War ganz lustig. War ein australisches Team. Also mit den Zeiten da zu finden, war spannend. Aber das Spiel fing auch an. Oh, mein Turnier fängt an und endet mit einem deutschen Harlequin-Spieler. Du glaubst gar nicht, was mir im ersten Spiel passiert ist. Da ist einer mit seinem Troopmaster in meine beiden Hive Guards reingerannt und hat beide kaputt gekloppt. So viel können wir. Ja, das war Benny. War schön das gut. Benny? Ah, ja. Schönen Gruß an der Stelle an Benny. Habe ich ihm auch gesagt, ja, die Story kenne ich, das ist Benny. Die kennt jeder in Deutschland, die Geschichte. war lustig. Und dann hat er sich, dann, weil dann die Hive Guard auch schon wieder weg war und scheiß deutsche Harlequin-Spieler. war ganz lustig. Dann waren wir aber auch beide froh nach der Zeit, dass das Turnier einfach nach diesen Wochen, was waren es, 8 oder 10 Wochen, dann durch war. Also ich finde das auch an der Stelle, muss ich echt sagen, echt stark so, dass du durchgezogen hast. Ne? So vor allem, also das ist ja bei jedem Team anders, aber wenn man sieht, man spielt jetzt nicht ganz oben mit, macht aber trotzdem noch durch, dann auch noch andere Zeiten und dies, das, knick, knack und so. Also ich finde, das ist schon Ehre, wem Ehre gebührt so. Und ja, aber war cool, dass du dann durchgezogen hast. Warst dann auch froh, dass es dann erst irgendwie rum war, ne? Genau, also mit der Zeit, die dann da ins Land gegangen ist und wie du schon sagst, dann, ich glaube, wir sind, warte, lass mich mal gucken, ich glaube, unterm Strich 27. oder so geworden. Ja, 27. Mit einem Sieg, einem Unentschieden, 3 Niederlagen unterm Strich.
Aber Erfahrung mitnehmen, coole Spieler, auch die Sister-Spieler waren, dann hat man Sachen mitgenommen, hat neue Kontakte da geknüpft und man. Genau, da kommen wir aber gleich nochmal auf das Fazit drauf. Och, kommen wir mal ganz kurz zum Grande Finale jetzt hier. Ukraine, der letzte Gegner, sag ich mal, für Team Deutschland, bekannt als sehr, sehr, wie soll ich sagen, findiges Team, starkes Team, an der Grenze operierendes Team. Wie war es denn so? Gegen wen musstest du als erstes ran, Chris? Ja, war auch, das kann ich direkt sagen, das unschönste Game überhaupt, was ich bis jetzt schon sehr, sehr lange in letzter Zeit hatte. Da kann ich auch jetzt direkt jeden empfehlen, ob Boa, Palma oder nicht. Pack nur ein. Egal, vertraut darauf nicht. Ich Idiot. Also auch eigenverschuldend, sage ich euch ganz ehrlich. Sag noch, ja komm, 2 Stunden hat jeder Zeit. Da läuft schon keiner irgendwie in die Uhr rein. So doof darf doch keiner sein. Komm, da passt schon, wir spielen ohne Uhr. So, was spielt er? Ich spiele gegen Harlequins mit Dark Elder. Und das war genau diese Woche, wo das erlaubt war, wo man Rack spielen konnte für 7 Punkte. Hat er 60 Racks dabei noch, 11 Jetbikes. Und was vielleicht auch noch interessant wird bei diesem Matchup, man überhaupt in dem Turnier, was eigentlich eine ganz coole Regel ist, man durfte mit Intent spielen. Das bedeutet, man sagt quasi gesehen, Intent, mein Intent ist es, ich stehe jetzt hier 1 Zoll von der Ruine weg und du kannst mich quasi gesehen nicht von der Ruine innen drin chargen zum Beispiel. Und dann hat der andere Gegner mit abgenickt. Das war eine super Aktion. Aber dann gibt's eben auch Leute, die nutzen sowas ganz klar aus, bis zur letzten Grenze. Und also irgendwann wurde ich auch richtig fuchsig. Was ist da passiert? So, wir haben aufgestellt, das fing dann irgendwann an, dann durfte ich angeblich nicht streamen, weil der Captain von den Gegnern das verboten hat. Ja, was mache ich? Ich stream das Spiel. Das war mir schon das kam mir schon ukrainisch vor, ne? So. Das so. Nur noch. Ja, nee, habe ich direkt gescreamt, alles klar, habe ich zu Martin direkt gesagt, auch bei WhatsApp, weißt du was? Guck mal bitte hier mit, hier stimmt was nicht so. Ja, und er kommt da rein und der Typ macht Dreckpalaver und sagt, ja, hier bitte keiner in den Chat rein, sonst kannst du deinen Mitspieler warnen, sonst rufe ich den Judge. Und dann hat der Martin den ganz nett mal eben erklärt, dass man bei dem Greekhammer zuschauen darf und man darf auch streamen und dass der gerne den Judge rufen kann, was er dann auch nicht gemacht hat. Und da war schon super Start, war schon bestens bedient. Ja gut, der die ganze Zeit am Diskutieren mit mir, wegen, keine Ahnung, wegen irgendwelchen Modelle, die zu nah aneinander standen, das war ja auch alles okay, da bin ich noch ruhig geblieben, ich wollte lieber im Fokus bleiben, konzentriert. So, haben wir den Roll-Off gemacht, dann fängt der ganze Bullshit an. So, er fängt an, bewegt sich quasi gesehen mit 11 Jetbikes und sagt dann, let's discussion, vor der Movement Phase. Und dann sagt er, hat er alles quasi gesehen copy and pasted, also seine Armee stand 2-mal auf dem Spielfeld. Mein Intent ist es, dass 11 Jetbikes vor deiner ganzen Armee beschützt sind vor dem Beschuss, wenn ich die da und da hinstelle. Stimmt das? Also er hat den Intent wirklich ausgenutzt, dass ich ihn mit überlegen musste, mit welchen Fähigkeiten ich ihn beschießen kann. Und dann habe ich das gesagt, Digga, das ist kein Intent, aber ich mache es jetzt einmal nett, weil ich wollte dann noch nett bleiben. Digga, you cannot do that. Ja, auf jeden Fall habe ich das dann einmal noch gemacht, habe ich gesagt, ja, Digga, müssen wir nicht drüber reden, Flieger, meinte ja, er akzeptiert es, auch immer gut. Habe ich dir den Rest alles erklärt, wo ich überall schießen könnte, da ging schon gefühlt eine halbe Stunde drauf. Okay, habe ich mit mir machen lassen, kein Problem. So, dann 2. Runde seiner Bewegung. Er kopiert alles und macht die gleiche Aktion nochmal. Da sage ich so, Digga, ich gucke hier nicht in die Zukunft von meinen 3. Runden, mach die Scheiße alleine, auf gut Deutsch gesagt. Der fing da an zu diskutieren, er meinte, er könnte schon wieder sagen, dass man 11 Jetbikes, dass ich ihm sagen müsste, wenn er mit Intent spielt, wo ich seine 11 Jetbikes attackiere. Ja, habe ich nicht gemacht. Die Bewegungsphase und der ganze Zirkus dauerte dann in der 2. Runde 90 Minuten, wo ich dann auch irgendwann knipsig wurde und gesagt habe, ey, Digga, play faster.
Your turn goes. Chris, willst du es voll ausführen? Nee, auf jeden Fall hat Graf auf gut Deutsch gesagt, er hat dort möglichst viel ausgenutzt. Im Endeffekt, irgendwann kam der Lim rein und hat gesagt: Pass auf, ich habe mit dem Judge gesprochen, das Spiel hat keine Bedeutung mehr auf den Sieg oder nicht. Du kannst, musst morgen eh früh raus zur Prüfung, du kannst gerne droppen, wir kriegen auch keine Strafpunkte. Und ich so, direkt, wisst ihr was, alles klar, ich droppe und bin einfach nur noch da rausgegangen. Also das ging gar nicht. Man muss halt einfach sagen, die wollten um 6 anfangen, haben irgendwie erst, um 7 hat er sich erst gezeigt, haben die angefangen und um 23 Uhr oder so war er erst Anfang Runde 2 oder so. Das war lächerlich. Ja, plus jeder Zug wurde durchgekaut. Das war wirklich sehr, sehr unangenehm. Der Typ war auch soziales Fingerspitzengefühl, war minus 5680. Der hatte auch irgendwie, also es war wirklich sehr, sehr unangenehm. Genau das, wofür wir auch als Kanal überhaupt nicht stehen im 40k. Aber es gibt noch so hier und da ein paar Ausläufer da draußen. Wird aber immer schwieriger so zu sein in Zukunft. Das können wir euch jetzt schon sagen. Durch die Transparenz, durch den Ruf und durch einfach die Community, die halt insgesamt Positivität einfach erwünscht und auch bestärkt. Von daher war das eher eine mentale Reifeprüfung für den Major. Aber ganz und, kurz nochmal ein Schlusswort. Also für euch hier das beste Beispiel, spielt wirklich alle mit Uhr. Das ist was Faires. Das ist nicht immer, um den Gegner einfach zu demütigen oder zu sagen, haha, du hast keine Zeit mehr. Nur man sieht eindeutig, ist einer von den beiden, ist die Uhr bei dem einen bei 0 und bei dem anderen bei 1,10, dann kann irgendwas in dem Spiel nicht stimmen. Na? Also das ist, so eine Uhr ist schon wichtig. Ich empfehle es immer wieder. Ich, Idiot, mach's natürlich in dem Spiel selber nicht. Nimm eine Uhr mit und glaub mir mal, das ist für die nächsten 30 Spiele auch immer wieder noch vorprogrammiert. Genau, und es ist doch einfach wirklich, man muss auch nicht derjenige sein, der jetzt an den Tisch geht und sagt, ey yo, ich bin der Chris und jetzt hier ist die Uhr, pam. Sondern man kann das auch anders regeln und sagen, hey, cool, ich freue mich auf ein geiles Spiel. Weißt du was, das oberste Ziel ist es, dass wir beide fair spielen können und einfach das Spiel durchbekommen, weil nichts ist schlimmer, wenn man irgendwie sich viel Zeit lässt und man ist in Runde 3 und das Spiel ist vorbei und man hat zum Beispiel ein Konzept, das erst in späteren Runden stark ist. Und dann ärgert man sich, dann ärgert sich der andere und der eine und das ist halt einfach blöd. Das kann man ganz locker vermeiden. Und auch das Spiel mit der Uhr macht euch in jedem Fall zu einem besseren Spieler. Es macht euch einfach zu einem Spieler, der sich auf, sag ich mal, die wichtigsten Situationen dann auch konzentriert, da halt die richtige Entscheidung trifft. Und wie gesagt, man bekommt ein schönes Spiel durch und dadurch auch Messbarkeit für den Gegner als auch für sich selbst. Von daher von uns immer klare Empfehlung, mit der Uhr einfach zu spielen und auch zu trainieren. Weil es bringt kein Watt, ne? Also wenn ihr dann auch zum Schluss zum Judge sagt, ja, aber der war langsamer, da sagt der Judge, dann stell eine Uhr hin. Dann sagt der Judge zu dir, Digga, stell eine Uhr hin. Cannot do that. So, genau. So, Lim, letztes Spiel für dich. Was war da los? Letztes Spiel war auch gegen die Ukraine immer noch. Und ich durfte ran gegen Sisters. Kennst du die? Ja. Bitte? Kennst du die? Ich habe zumindest mal so ein Deep Dive gehört bei den Kings of the Hill, Sisters Deep Dive. Fand ich jetzt nicht so pralle, aber. Okay, ich mach den Know Your Enemy fertig die Woche. Mach den mal fertig, weil du weißt ja, was ich zu tun habe. Einschätzung war, dass ich ungefähr 7 Punkte hole. Es war halt eine Hardcore-Melter-Liste. Wir hatten nicht wirklich viele Antworten dagegen. Major war tiefrot dagegen, Fritz tiefrot. Das Einzige, wo wir etwas positiv waren, war mit Fred, mit Harlequins. Aber da hätten wir gerne, dass Fred gegen andere spielt und mehr Punkte holt. Ja, ausgegangen ist das Spiel 16-4 für mich. Zing, genau. Und da auch die Entwicklung zu sehen. Nochmal das Sahnehäubchen, die Kirsche auf der Torte nochmal am Ende nochmal hart übergeliefert. Also sehr, sehr stark. Mhm. Und kann man das vielleicht so kurz zusammenfassen, was es war? Dass das Gute als Sister-Spieler, also für alle neuen Zuhörer, ich bin dedizierter Sister-Spieler, ist meine Lieblingsarmee, da bin ich Fleisch und Blut. Von daher kannte ich alles, was auf mich zukommt, jeden Trick, jeden Move. Ich habe seine Miracle Dice immer im Auge gehabt. Ich wusste, wie weit kann er chargen, was kann er chargen. Ich habe sie möglichst schwer gemacht zu traden. Ich bin von den Rändern weggeblieben, damit ihre Pentias nicht von der Seite mich erwischen. Und ich habe die Mission gewonnen über Punkte
und nicht übers Töten. Also es klingt jetzt für manche vielleicht ein bisschen blöd. Ich habe nicht probiert, ihm alles wegzutöten, sondern ich habe probiert, ihn richtig zu blockieren, dass er sein Spiel mir nicht aufzwängen kann. Ihm möglichst die richtigen Units entgegenwerfe und habe auch ein paar Tricks angewandt, wie zum Beispiel mich so hinzustellen, dass er den Mittelmarker, also es war die Mission, 32 ist das die gewesen, mit dem 5 Markern, einen in der Mitte, und da hatte ich auch das Missionsziel, sobald man den Mittelmarker oder den gegnerischen Marker hat, gibt es 3 Punkte. Ich habe angefangen, das wollte ich auch, und bin direkt mit einem Poxwalker auf dem Mittelmarker und habe den Rest meiner Armee quasi hinter der Ruine des Mittelmarkers gelassen. Dann hat er auf die Poxwalker draufgeschossen, hat nur Sicht auf 2 bekommen. Einer war auf dem Marker, der andere daneben. Und hat gedacht, cool, Job ist erledigt. Er konzentriert sich auf was anderes, hat seinen ersten Repentia-Trupp in Drohnen reingeschickt. Die Drohne hatte eine No-Reroll-Aura. Und mathematisch ist es dann so, die Repentias kriegen die Drohne nicht kaputt ohne Rerolls. Das ist auch eingetreten. Vor allem, weil sie einen Schaden reduziert auch. Genau, die reduziert dann halt einen Schaden. Also ich kriege dann irgendwie mathematisch 8 Schaden oder so. Und das die Geschichte in der Mitte mit den Poxwalkern ist deswegen so wichtig. Als ich meine Runde 2 habe, habe ich in der Command Phase das Stratagem gezündet, dass meine Poxwalker wieder aufstehen können. Man nimmt 7 Würfel, auf die 3 plus kommt ein Poxwalker wieder und habe ihn auf den Marker wiederkommen lassen. Und das passiert in der Command Phase. Und die Primary Punkte scoret man am Ende der Command Phase. Und somit habe ich in der ersten Runde eine 15er Runde machen können und habe ihn dafür auf eine 5er Runde gedrückt. Genau, und das diesen Trick in Anführungsstrichen konnte ich 2-mal machen. Für jeden Poxwalker-Trupp halt 1-mal. Und dagegen konnte er nichts ausrichten. Und am Ende des Tages haben ihm die Punkte gefehlt. Ja, und er will ja auch keine Repentias in Poxwalker reinrennen lassen. Und Multimelter will er da eigentlich auch nicht drauf schießen lassen. Ja, und so. Ich fand seine Liste auch nicht besonders gut, denn die hat Retributoren und Repentia, beide in 2 verschiedenen Detachments, und die Rhinos sind nur im Bloody Rose Detachment gewesen. Das heißt, die Multimelter waren auf der Platte und ich habe 3 Mörser. Mhm. Also habe ich da irgendwann mal angefangen reinzukniften. Hat relativ gut funktioniert. Ich habe sein Engage on All Fronts relativ gut unter Kontrolle gekriegt, weil ich seine Einheiten, die dafür halt abgestellt werden, direkt rausgenommen habe. Also seine Obsec-Truppen, seine Dominions und der Rest. Ich habe den Schaden einfach gefressen und habe halt geschaut, dass ich am Ende des Tages genug noch auf dem Tisch stehen habe, um genügend Punkte zu machen. Und das hat wunderbar funktioniert. Ja, sauber. Ja, achso. Damit haben wir auch gegen die Ukraine das wahrscheinlich mit am stärksten Team, also es gab 4 Teams, die um Platz 1 gekämpft haben. Das war einmal das polnische Team, wir, Hottest Takes und Ukraine. Hottest Takes hat gegen Polen gespielt und die haben gedrawt. Und wir haben gegen Ukraine 110-50 gespielt und somit auf Platz 1 des gesamten Turniers gekommen. Genau. Aber vielleicht da noch mal ganz kurz Interessantes. Wir sind Weltmeister. Ja, und wir haben dann noch gedacht, also die Polen haben dann gesagt, natürlich, ja, ihr habt aber nur nicht gegen uns gespielt. Und da hat der Fred natürlich gesagt, ja, was ist, komm, am 22.05. mach mal ein Sparring gegen euch und dann sagt niemand mehr was. Ja, genau, und jetzt für alle, die, haben wir ein Freundschaftsspiel gegen Polen. Genau, für alle, die das interessiert vielleicht, das wird auch wahrscheinlich auf irgendwelchen Streams wieder übertragen, da spielen wir dann gegen die Polen. Aber alles zeitgleich diesmal. Siegesgeheul an dieser Stelle und stark, dass ihr das Ding nach Hause geholt habt, auch wenn natürlich viele Leute auch versuchen, das so ein bisschen runterzuspielen. Es waren hohe Kaliber am Start und glaubt mir, Leute, jedes andere Land, das jetzt den ersten gemacht hätte, hätte das jetzt extrem ausgeschlachtet und so. Von daher super starke Leistung. Richtig geil gemacht und habt uns als Team und auch, ja, kann man sagen, würde ich auch sagen, als Land stolz gemacht. Frage nochmal an dieser Stelle und da, Leute, bitte haltet euch kurz. Wir sind bei 1,43.
Mir geht auch langsam die Energie aus. Ja, ich gucke schon die ganze Zeit, wenn der Wecker klingelt morgen früh. Ja, nur ganz kurz, Micha, was ist dein Fazit? So, was hast du aus dem Turnier mitgenommen? Langwierig, aber geile Leute, quer international gezockt, hat Bock gemacht. Coole Erfahrung. Mhm. Major, du? Du bist Airbrush. Hallo? Hallo? Mhm. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Okay. Nee, ich hatte gerade mein Mikrofon auf Mute. Ja, war ein gutes Turnier, ne? Hat Spaß gemacht, wie immer. Okay. Ja, ist wie immer. Du wolltest kurz und knapp. Also, ja, muss ich genau ausdrücken. Okay. Was willst du von mir, Zuvogel? Guck mal den Kopf zu, nimm den nächsten. Alles klar, okay, Lim, mit dir. Ja, ich fand das Turnier auch eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, aber das, was mich am meisten gestört hat, war dieses Preparation Hammer, also Prep Hammer haben wir das schon genannt. Man wusste 14 Tage lang, gegen wen man spielt, auf welcher Map man spielt. Ja, und jetzt hatte man zwei Möglichkeiten. Entweder sucht man sich den Besten, den man kennt, um dieses Matchup zu trainieren, wirklich jeden Move zu planen. Oder man lässt es und sagt, nee, ich will das wie im Analogen haben. Du kriegst den Gegner, du hast 10 Minuten Zeit, der stellt dir die Armee vor oder 15, whatever. Und dann geht's an die Platte, da wird gewürfelt, geguckt, bla bla bla. Das war schon echt langwierig. Schöner hätte ich es gefunden, wenn es relativ schneller vonstatten gegangen wäre. Deswegen wird dieses Polen-Match, Sparing-Match recht interessant. Wir machen ganz früh morgens das Pairing und dann geht's direkt an die Tische und alle spielen gleichzeitig. So ein Tag ja. Warhammer. Vielleicht schaffen wir das hier auf den Channel ein Spiel zu übertragen. Oder? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht auch zu moderieren. Können wir mal gucken. Also ich finde auch so, also das ist auch so, das geht so ein bisschen auch mit TTS einher. Das wäre vielleicht so mein Fazit auch so dazu. Ihr wisst alle, ich bin kein Kritiker jetzt von TTS oder so, also kein negativer Kritiker, sondern ich habe einfach, ich finde es insgesamt sehr, sehr gut. Vor allem es eröffnet sehr, sehr vielen Leuten auch mehr Möglichkeiten zu spielen, generell zu üben auch und so. Und auch ich werde mich hier und da mal zwingen, da mehr Geduld an den Tisch zu bringen und da auch mal besser zu zocken, wie ich es vielleicht auch in echt tue. Unabhängig davon, gehen wir dabei davon aus, dass wir irgendwann mal wieder Turniere spielen können, bin ich ein Verfechter dessen, dass man in 40k einen limitierten Zeitraum hat, dass man schnell Entscheidungen treffen muss und ähnlich wie beim Volleyball am Ende des Tages derjenige gewinnt, der weniger Fehler macht oder weniger entscheidende Fehler macht. Und das ist nochmal ein anderer Nervenkitzel, sage ich mal, wenn man halt nicht alle Tools zur Verfügung hat, genaue Winkel, Hilfsmittel und auch die Zeit auf der Seite, also nicht große Beschränkungen oder auch mehrere Tage sich auf Spiele vorzubereiten. Das ist einfach dann ein ganz anderes 40k. Kein besseres, kein schlechteres, sondern ein ganz anderes 40k. Und von daher bin ich mal gespannt, wie das da so in Zukunft sein wird. Es ist nichtsdestotrotz, das kann man, glaube ich, auch gar nicht vergleichen. Nee, genau. Das ist auch nicht Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen, sondern einfach nur nochmal so eine Sache, die ich vor allem für mich zumindest aus dem Warhammer gezogen habe. Und ich sage euch nach wie vor, ich hätte schon gerne mitgemacht, aber am Ende des Tages mit all dem, was ich hatte, so mit privaten Sachen, Arbeit, der Channel und so, war es für mich zumindest persönlich die bessere Entscheidung, nicht an diesem Turnier teilzunehmen, weil das hätte zeitlich nochmal einiges an Kollisionen gegeben. Und das wäre mir am Ende des Tages ein bisschen zu stressig gewesen. Nichtsdestotrotz habt ihr heute einen ganz kurzen Abriss von uns bekommen zu den Greekhammer. Ich denke, dennoch erwähnenswert, weil war jetzt gar nicht so viel in der Medienlandschaft, aber wir sind natürlich stolz, dass wir da viele Teilnehmer gestellt haben und gut performt haben und einiges mitgenommen haben. Von daher für euch einfach mal auch so ein bisschen der Abriss, wie alle gespielt haben, was so ein bisschen genau passiert ist, damit ihr da auch up to date seid. Und gebt uns auch mal gerne Feedback, ob das für euch so als diejenigen, die noch nie vielleicht so ein Teamturnier gespielt haben, das einigermaßen verständlich war, um sich auch gedanklich vorzustellen, was da so abging. Denn das ist immer unser Ziel, auch die Leute zu erreichen, die halt nicht so viel Zeit ins Hobby bringen können, aber einfach gerne am Start sein wollen und was wissen wollen, das verständlich rüberzubringen. Genau, schreibt es in die Kommis. Genau. In diesem Sinne können wir eigentlich sagen, dass wir hoffen, dass euch unsere Engelstimmen ein bisschen unterhalten haben, dass ihr was draus ziehen könnt, auch an Informationen für euch. Einfach auch mal so sehen, was in so einem Turnier so abgeht. Und generell, wenn euch gefällt, was die Kings of the Hill machen, könnt ihr uns gerne jederzeit unterstützen. Und zwar appellieren wir jetzt mittlerweile einfach aufgrund der fast kaum vorhandenen Gebühren auf www.ko-fi.com/
Kings of the Hill. Dort könnt ihr entweder rechts oben einmal spenden oder noch besser als Subscriber monatlich einen Betrag eurer Wahl. Ganz easy per PayPal. Könnt ihr jederzeit anstarten, könnt ihr jederzeit beenden. Freuen wir uns riesig, hilft uns, geht alles zurück in den Channel. Wäre mega geil. Ihr findet auf dieser Plattform auch unter Commissions. Ja, da findet ihr alle unsere Produkte, die wir gerade anfangen zu formulieren, sage ich mal, oder zu manifestieren. Da findet ihr zum Beispiel Listen schreiben einmalig. Da findet ihr Coaching-Programme, da findet ihr euer lokales Meterschlagen und bald noch vieles mehr. Das bauen wir sukzessive aus. Von daher vielen, vielen Dank für alles, was da bisher schon kommt. Wir schauen natürlich immer, dass wir euch so viel Mehrwert geben können wie möglich für Umme. Aber manchmal müssen wir auch unsere Zeit so ein bisschen priorisieren. Deswegen nehmen wir einen kleinen Obolus dafür. Genau, ich sehe, Lim hebt gerade die Hand. Was ist los? Wissen wir, hallo Herr Lehrer, wissen wir denn schon, wann der Podcast kommt? Kommt er diesen Donnerstag? Können wir machen, ja. Können wir dann ja auch schon sagen, dass wir Samstag alle vier zusammen sind und mal den Stream an Start bringen? Ja, genau. In jedem Fall, das ist auch noch eine weitere Premiere, auf die ihr euch freuen könnt. Diesen Samstag ist geplant. Wenn nicht irgendetwas Wildes dazwischen kommt, und das wird nicht passieren, kommen zum ersten Mal alle Kings of the Hill in Fleisch und Blut zusammen. Wir können das machen, weil wir eine Rechtsform haben und natürlich ja, euch auch da mal was zeigen wollen. Wir werden uns treffen, wir werden richtig geil Content produzieren, wir werden zocken, wir werden essen, wir werden trinken, wir werden unterhalten, so wie ihr uns kennt, ganz locker flockig. Und das wird auf jeden Fall ein geiles Event. Wir wollen gar nicht hier zu viel spoilern, außer dass ihr euch auf geilen Content von diesen Tagen freuen könnt. Ihr weißt, was jetzt noch alle wissen wollen, Adrian? Na? Ja, wann kommt denn hier dein neuer Song? Ja, mein neuer Song ist schon fertig die ganze Zeit eigentlich, aber noch nicht release-fertig, weil unser Producer, der macht echt immer die letzte Version, die dann auch release-fertig ist, die macht der, da macht er echt immer so ein bisschen Magie. Und das ist etwas, was man nicht so pushen kann. Ne? Wir machen damit jetzt auch nicht irgendwie richtig Patte oder so. Ich bin am Ende des Tages nur der, der das so ein bisschen Sprechgesang einfügt und die Texte schreibt. Aber die meiste Arbeit liegt schon bei ihm, so mit dem Producen, mit dem Beat erstellen, am Ende mit dem Abmixen und so. Also finde ich bisher der coolste Text auch insgesamt. Ich bin mal gespannt, wie er den Chorus so ein bisschen formt. Aber ich sage jetzt einfach mal so, heute jetzt in 2 Wochen sollten wir vielleicht eine Version haben. What? Schauen wir mal. Das wusste ich ja noch nicht mehr. Ey. Und genau. 2022 Ramses on Tour. Genau. Machen wir eine kleine so eine Dance-Choreografie auch hier im Hintergrund. So wird es mal die Arena ausverkauft. Und Ende des Jahres sagen wir Golddigger. Ganz genau, da werden wir richtig so richtige Kneipen mit mindestens 10 Plätzen ausverkaufen. Und 2 nehme ich ein, weil ich so fett geworden bin nach Corona. Genau. Nein, also da ist auf jeden Fall einiges in Bewegung. Leute, wir scharren eigentlich nur mit den Hufen, dass wir wieder mehr Freiheiten bekommen, damit wir die Kings of the Hill Tour starten können und noch vieles mehr und andere Formate an den Start bringen können. Es ist leider alles so ein bisschen begrenzt, aber sei es drum. Ich will euch auch gar nicht weiter anteasern. Bleibt geil, so wie ihr seid eine geile Community. Das wissen wir immer wieder zu schätzen. Das pusht uns auch unheimlich. Und mir bleibt nur heute übrig zu sagen, vielen, vielen Dank für den Input und eure Leistung. Major, wie immer eine Ehre mit dir. Ja, eine auch mit euch. 2 süßen Hasen. Genau. Lim, cool, dass du mit am Start warst. Ja, immer. Ich freue mich auf Samstag, wenn ihr Idioten alle herkommt, ey. Genau. Und Micha 13. Auch richtig geil, dass du immer dabei bist, ja, mega, und uns auflockerst. Mega Bock gemacht. Donnerstag 17 Uhr stellst du das Ding online, ne? Und dann ist es jetzt dann 18.53 Uhr. Das heißt, in 7 Minuten könnt ihr einschalten. Da mache ich mein erstes Warhammer-Spiel. Das war nicht schlecht. Oh ja. Ach so. Ja, er hat den Podcast, okay, plus Release-Zeit draufgehört. Ja, du bist ein Fuchs. Ey. Also, oh ja. Zu Ende hört, also holt euch jetzt einen Kaffee Bescheid. Und dann gehe ich zocken. Geht das überhaupt, wenn sie, ja, das geht glaube ich nicht auf. Die müssen es zum Release hören. Und durchhören und dann, ja, okay. Ja, also, okay. Du machst das schon, Micha. Ja. Wenn einer das durchrechnen kann, dann du und ja. Genau, Leute, bleibt sauber da draußen. Wir sind also raus. Alle, die raus. Erster geschrieben haben, können jetzt Adrian, wir bringen den um 15 Uhr. Okay, Leute, wir sagen Tschüss mit Öst. Mach's gut. Ciao. Ihr habt lange genug gewartet, aber jetzt sind wir da. 40k Kings of the Hill, jetzt gibt's die Bars. Mach die Airbrush an und dann base die Figur. Pack die Würfel in den Sack und dann straight auf die Tür.
Tür, fahr nach Bern und Berlin, München oder Hamburg, Spellika, TTM, egal welcher Standort. Hauptsache zocken, je härter, desto besser. Battle Rap Tactics, jede Woche fresher.